Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Lauf der DTM-ish Lockdown Series hier aus dem beschaulichen Kent von der Strecke Brands Hatch. Wir fahren den GP-Circuit heute Abend, aber ich bin heute nicht alleine, denn wo DTM-Fahrer sind, da ist auch eine DTM-Stimmenlegende nicht weit weg, dann nämlich unser guter Eddie. Ja, schönen guten Abend aus Bremen. Ich bin ganz begeistert, Tobi, dass du mich hier durch die Technik geführt hast. Und vor allen Dingen, dass du dich ja im Sim-Racing richtig auskennst. Ich gebe zu, mir geht es so ähnlich wie dem einen oder anderen Rennfahrer. Wenn man zum Beispiel Gary Paffett heute auch am Start, den zweifachen DTM-Champion, der neulich wirklich ja auch öffentlich zugegeben hat, dass er mit diesen ganzen Simulatorrennen auch erstmal nochmal Anfänger ist und dass er damit teilweise überfordert ist. Aber wir haben vor allen Dingen hier bei der zweiten Ausgabe, die sich ja quasi unser Chef, der Nicola Palachi, der technische Direktor aus dem Hause Rosberg, als DTM-Familienmitglied ausgedacht hat. Und Brands Hatch, ich kann dir sagen, ich war 2018 auch zum ersten Mal da mit der DTM. Eine echte Fahrerstrecke, eine Mini-Nordschleife, diese 3,9 Kilometer. Und ich glaube, wir werden spannendes Racing sehen. Ja, spannendes Racing ist ja auch immer das, wo alle Zuschauer die Hoffnung mit haben. Man darf natürlich davon ausgehen, dass es in der Paddock Hill Bend in der ersten Kurve, die so böse bergab und nach außen geht, doch schon, ich glaube, etwas krachen würde. Wie siehst du das? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wir haben ja in den letzten Wochen, also ich habe hier auch beim ersten Rennen zugeschaut, wir haben ja viel gesehen und das ist auch hier bei unserer DTM Eich Lockdown Series auf dem Grand Champs Circuit in der Grafschaft Kent gelegen zu erwarten. Ich erinnere mich an Lugi Auer zum Beispiel. Da gab es ja nach dem Rennen, nach dem ersten Rennen, und jetzt sehen wir Lugi Auer schon wieder auf der zweiten Position. Da gab es ja auch einen klaren Kommentar von René Rast dazu, der heute auch am Start ist. Aber ich denke, die Fahrer können wir gleich in aller Ruhe noch vorstellen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir noch 5 Minuten Qualifying. Genau, 5 Minuten und 20 Sekunden. So lange hat Xavier Schwarzmann aus Frankreich jetzt Zeit, seine Runde zu setzen. Er kommt aus der Outlap und startet seine Hotlap. Und Eddie, begleite uns doch mal on board. Ja, so sieht das aus. Also erstmal ist es so viel Oldschool, wie es eigentlich im DTM-Kalender zum Beispiel nicht mehr gibt. Die Strecke ist eng. Hier sind wir jetzt im Bergabstück.
nach der Spitzkehre, nach der langsamsten Ecke, die Dukes heißt. Dann ist das hier unten die kleine Gegengerade. Rechts biegt man zum Beispiel auf die Indycar-Variante ab. Hier rechts jetzt, wo die Piloten stehen. Und jetzt geht's ins schnellste Stück. Aber hier geht's über eine Kuppe, auch das ist blind. Da ist es eng, muss man sich mal vorstellen. 2018 hat es hier sensationelle Manöver gegeben. Selbst wenn man im Auto sitzt, sieht man unter dieser Fußgängerbrücke, die da rüber geht, so ein bisschen den Kopf rein. Und dann hier hinten alles schnell. Und wir wollen ja nicht vergessen, wir fahren heute mit dem ziemlich schweren Cadillac wieder, mit dem V8 mit 6,2 Liter Hubraum. Da wird das Ganze noch ein bisschen schmaler, denn die Autos haben zwar eine Menge Leistung mit 416 PS, haben eine Menge Drehmoment, aber die haben so gut wie gar keinen Downforce, was die DTM-Fahrer ja gewohnt sind. Und da werden wir nachher mal sehen, wie sich das bei den Spezialisten auswirkt. Hier sehen wir schon bei Schwarzmann, der da wild rotiert am Lenkrad, dass da viel Bewegung im Auto ist. Und das ist jetzt hier die spektakuläre Anfahrt. Das ist die Clark Corner. Und da geht es dann auf die Brabham, Sir Jack Brabham Straight, die eigentlich gar keine Gerade ist. Die Gerade hat ein Banking, das werden wir dann auch beim Start sehen. Also die fällt richtig ab. Und dann geht es Richtung Paddock Hill Bend. Und dann gucken wir mal, wer das Ganze hier am besten meistert. Im Moment haben wir Heyerdahl, vor Auer, Mortara, Frank Bieler, auch ein DTM-Champion mit eigenem Sim-Racing-Team. Hervignon, Rogalski, Nesterovic, über den ich nichts weiß, da kommst du gleich mal zum Zug. Rudi, Pirro, Schwarzmann und Rockenfeller. Wo ist Rederas, frage ich mich zum Beispiel. Wo ist Nico Müller und wo ist Daniel Runkadeja, der bei eurem ersten Rennen mit den beiden Siegen wirklich sensationell performt hat. Ich weiß nicht, wie du das als Sim-Racing-Experte gesehen hast, aber da hat man schon gesehen, dass der Dani viele Stunden seines Lebens im Simulator gesessen hat. Ja, das kann man schon sagen, auf jeden Fall. Also das sah super aus auf der Strecke. Ich muss auch sagen, ich sehe René Rast nicht mal auf dem Server, im Gegenzug zu Dani Lucadea, der momentan allerdings keine gewertete Zeit hat, beziehungsweise doch hat er 1,34, 1,96. Ja, das sind 11 Sekunden über der Zeit von Frank Bieler, der sich wieder auf die Position 1 gesetzt hat vor Heyerdahl. Ich glaube, da muss noch mehr gehen. Die Unterschiede aus deiner Sicht, wir sehen hier übrigens den, der sich das ausgedacht hat. Wie gesagt, technischer Direktor im Hause Rosberg, und wir rüberspringen auf Emil Heyerdahl. Das ist ja wie eine richtige TV-Produktion. Und ich bekomme hier gerade eine SMS, dass es René heute nicht schaffen wird, denn er saß gerade bis eben im Simulator bei Audi. Also haben wir heute einen prominenten Starter weniger. Aber das ist auch schön, ne? Wir sind hier verbunden übers Internet, was ja für mich auch so ein bisschen Neuland ist. Und bekommen dann natürlich auch noch immer über die normalen Quellen, über die sozialen Medien jede Menge Nachrichten rein, wie zum Beispiel die gerade eben von René Rast. Und das ist kein böser Wille, das muss man verstehen. Der muss arbeiten, der bereitet sich auf die DTM-Saison vor. Sonst hätte er eher abgesagt, aber das kommt da wahrscheinlich gar nicht. Das muss man schon verstehen, aber letztendlich geht es hier bei der ganzen Angelegenheit ja auch um Spaß. Und wer René kennt, weiß, der wäre heute sehr, sehr gerne den Grand Sedge gefahren. Denn hier hat er letztes Jahr einen der Grundsteine gelegt zu seinem zweiten DTM-Titel, indem er hier gewonnen hat bei Rennen 2. Ja, das wird ihn, denke ich mal, nicht so glücklich stimmen, dass er jetzt halt nicht dabei ist. Aber ich sag mal so, Arbeit ist Arbeit. Aber immerhin, hey, er saß in dem Simulator, also das kann man schon entschuldigen. Ja, und das ist ja für uns auch alles eine gute Signalgebung. Wir haben die Meldung gehört, dass Silverstone Formel 1 ganz gut aussieht. Wir haben die Meldung heute gehört, dass die belgische Regierung für Spa-Francorchamps im August für ein Geisterrennen positiv gestimmt ist. Wenn wir hier Edu Mortara sehen und mal schauen, was seine Runde wert ist, er bleibt auf der vierten Position. Nee, setzt sich jetzt an die Spitze sogar. Also neue Bestzeit für Edu Mortara hier. Egal, was der unter dem Hintern hat, ob es ein Cadillac im Simulator-Style ist oder ob es ein richtiges Auto ist. Schnell ist der Edu. Und ja, also, dass der René uns schreibt, dass er bei Audi den ganzen Tag im Simulator war, heißt für mich nichts anderes, dass es auch physisch an den richtigen Rennstrecken bald wieder losgeht. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ja, ich sag mal so, ich hoffe es jetzt einfach mal. Schön wäre es auf jeden Fall. Ich würde mich da definitiv drüber freuen. Daniel Nesterovic, den haben wir jetzt im Bild mit einem leichten Quersteher aus der letzten Kurve hinaus. Das kostet natürlich Zeit ohne Ende. Die Runde kann also eh wegwerfen. Ein Simracer für Elliott Racing Esports tatsächlich. Hat auch beim Race of Vikings mit teilgenommen. Das war ein skandinavisches Rennevent, was wir hatten. Auch Christophe Hervignon, wie wir sehen, SDL Esports bei Logitech G. Auch er als einer der Simracer, der es hier reingeschafft hat. Jetzt erklär mir doch bitte mal als Simracing-Anfänger, auch als Kommentator, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Wie nah sind die beieinander? Also die Sim-Racing-Profis, wie
der gute Christoph, den wir hier gerade gesehen haben, und eben die Rennprofis, während wir hier auf die Startaufstellung blicken. Eduardo Mortara auf 1, Emil Heyerdahl auf 2. Genau, danach folgt dann Frank Bieler auf der 3 und Lukas Auer auf der 4. Position. Schauen wir eine Reihe dahinter. Raffaele Masiello und dann Mattia Drudi auf der 6. Position. Der eben erwähnte Christoph Herbignon zusammen mit dem Audi R8 Seifert LMS Cup Champion Robin Rogalski. Daniel Nesreovic, über den wir gerade gesprochen haben, und Goofy Pirro. Das ist übrigens Goffredo Pirro. Das ist tatsächlich der Sohnemann von Emanuele Pirro. Auf der 11 und 12, da haben wir dann Xavier Schwarzmann und den habe ich leider nicht mehr gesehen. Mike Rockenfeller, Miguel Molina, auch ein Ex-DTM-Fahrer, dann dahinter. Robin Freins und Nebelmann, gefolgt von Martin Elzner, Dani Junkadea und Otto Rensing. Der Grund, warum wir hier so durchrennen, ist, dass uns tatsächlich die Zeit immer so ein bisschen fehlt von den anderen. Wir haben gar nicht so viel Luft, wie man meint. Ja, Otto Rensing im Übrigen auch Rennfahrer, der schon mal das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring gewonnen hat. Also auch einer, der ist, glaube ich, so mein Jahrgang, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich mal nachgucken, aber der ist auf jeden Fall aus der Langstrecke bekannt. Auch einer, der sich an den Simulator rangewagt hat. Und ich sage nochmal das Beispiel Gary Perfitt, dem ich neulich ein Interview geführt habe. Da hat der Gary gesagt, ja, ich habe ja jetzt erst so richtig angefangen damit zu Hause. Aus Langeweile, auch sein Sohnemann fährt damit. Da sind einige, wenn ich da so auch an meinen Sat1 Run Racing GTM Experten Timo Scheider denke oder Timo Block, die jetzt erst sich so richtig mit diesem Thema befassen. Aber eins ist klar, ich glaube, Tobi, das kannst du bestätigen, Spaß macht's allen immer. Und wir warten auf die Ampel. Ja, die Ampel, so. Die wird jetzt grün geschaltet und damit startet das Rennen. Wir haben einen richtig guten Start vorneweg gehabt. Platz 4 kommt da auch relativ gut und weg, wenn ich das richtig sehe. Oh, Anfahrt Bellock Hillberg. Da scheppert schon das erste Mal, da geht's ans Eingemachte. Das war ja klar. Und der nächste Dreher, da bin ich mal gespannt, wie viele gleich noch weiterfahren. Schau dir das mal an. Fliegen die Autos, Robin Rogalski mitten da im Geschehen. Und da war schon mal richtig was in der Luft und weniger auf Asphalt zu sehen. Ich weiß nicht, ob du alle erkannt hast. Nee, nicht so richtig, aber Rogalski hat ja richtig Glück gehabt eigentlich schon, dass er da so ein bisschen rausgedreht wurde aus Kurve 1, denn dadurch konnte er eben die voll in die Luft wirbelnden Fahrzeuge ein bisschen ausweichen. Wir schauen mal, Lukas Auer nur noch auf Platz 19, Frank Bieler auf Platz 18 zurückgeworfen. Ja, also das sind, glaube ich, die größten Leidtragenden bisher. Ja, das sind die, die eine sehr, sehr gute Startposition hatten und da weit zurückgereicht worden sind. Ich denke, wenn wir nachher sowas wie ein Highlight-Clip bekommen, dann werden wir diese Szenen natürlich nochmal sehen. Und Daniel Junkadea ist einer der Profiteure hier von diesem Startschlamassel, von diesem Theater, was wir da gesehen haben in der ersten Runde. Er ist nämlich schon auf 9 vorgefahren, war ja nur ganz hinten qualifiziert. Was ich mir nur so erklären kann, dass Daniel Junkadea nicht allzu viel Zeit über den Tag hatte, aber er hier, der seinen einzigen DTM-Sieg im Übrigen hier im Mercedes in Brands Hatch gefeiert hat. 84 DTM-Starts und wir wollen ja nicht vergessen, dass er auch im Formel-Auto schnell war. Da war er nämlich Formel 3 Europameister. Jagt also die Spitzengruppe vor sich her. Und jetzt sind wir mal gespannt. Lukas Auer, dem traue ich schon zu, dass er von ganz hinten nach vorne fahren kann. Frank Bieler kann das auch. Und Frank Bieler, das kannst du mir besser erklären, Tobias, das ist ja eine hochinteressante Geschichte. Werden wir hier nochmal den Sohnemann von Renato Emil Pirro, Goofy Pirro, nämlich sehen. Der hat ein eigenes Sim-Racing-Team. Seit wann hat der Frank das? Edo Mortara führt übrigens. Ja genau, Edo Mortara auf 1. Der Frank, der hat jetzt schon eine ganze Weile sein Wieler Racing-Team Euronics. Euronics da als Hauptpartner würde ich es einfach mal nehmen. Auch dadurch das geniale Fahrzeugdesign mit militärischer Look, nur mit blau, gelb und dunkelblau. Minimum mal seit 2 Jahren diesen aus dem Nichts aufgetaucht für diejenigen, die nicht ganz so in der Szene drin waren. Hat sich allerdings schon so ein bisschen angebahnt, wenn man ein paar der Sim-Racing-Fahrer kann. So sieht's aus. Wir sehen jetzt in Führung Nicola Balacci. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Unseren geistigen Schöpfer hier. Mike Rockenfeller da. Oh, Fehler. Vorbeigekommen. Achtung. Ja, da wirft, der nächste Einschlag. Da wirft Reinseher das Auto selbstständig in die Wand. Zu Balacci kann ich dir sagen, der ist... wie es aussieht, raus aus der ganzen Geschichte, ist in die Boxen gefahren und rein in die Boxenstraße und da dreht sich der Nächste, ist die Nummer 23 und das ist Daniel Junkadea. Ja, zu viel gewollt bei seiner Aufholjagd, der war schon auf 7 vorgefahren, Daniel Junkadea, kann aber passieren, hier sehen wir gleich nochmal, das Auto wird unruhig, Daniel Junkadea also von der Aufholjagd jetzt durch diesen Dreher, durch diesen Fehler, den er hingelegt hat, wieder weit, weit zurückgeworfen.
Ja, da ist er zu arg mit dem Heck in der Wiese, schlägt vorne ein. Da hat er noch richtig Schwein gehabt. Weil eins ist auch klar bei dem Cadillac, der ist relativ robust. Der sollte das auch als Simulatorfahrzeug aussagen. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann haben wir tatsächlich in diesem Rennen sowieso keinen Schaden an tatsächlich, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, wenn ich mir anschaue, dass Leute schon raus sind. Dazu gesehen, Perfect hatte gerade richtig Glück. Denn der ist da einen Zentimeter hinter der vorbei. Und auch hier sehen wir das Überholmanöver. Goofy Pirro gegen Robin Freins. Da fährt man einfach mal teilweise in die Wiese. Das geht auch. Ja, Robin Freins, der auch im realen Leben eine starke Performance ablieferte, hier in Grand Hatch in den letzten Jahren. 4 DTM-Podeste im Übrigen bei Robin Freins. Letztes Jahr war er hier knapp dran am Podest. 2019 nämlich, in Rennen 2 als Vierter. Da hat er sich geärgert, aber das ist eine Strecke, die kommt dem Niederländer. Jeder Kampf um Platz 3, Mattia Drudi, Daniel Nestrebovic, der Skandinavier, ja, wird als Skandinavier geführt, klingt ein bisschen anders. Aber das ist eine Außersinn-Racing-Szene, den du, glaube ich, ein bisschen besser kennst. Genau, ich habe vorhin schon mal erwähnt, der fährt für Allied Racing Esports. Die sind also wirklich überall unterwegs, der fährt die BMW 120-Serie, der fährt also bevorzugt, würde ich behaupten, LMP2-Prototyp und BMW GT. So, Tobi, Mike Rockenfeller, erklär mir, was da jetzt genau vorgeht. Der Wild ist wahrscheinlich wild auf seiner Tastatur im Gange jetzt und versucht eine Reparatur, oder deute ich das falsch? Also falls tatsächlich die Schäden angelassen sind worden auf dem Server, entweder gibt das auf, weil er keine Lust mehr hat und ist in die Box gefahren, oder aber ist tatsächlich zum Service reingekommen. Dann wird man aufgebockt, wenn es Reifen dazu gibt, wenn nicht nur Sprit und Reparatur, dann wird er stehen bleiben. Ist auf jeden Fall relativ interessant, dass er da jetzt drin ist. Und ich habe das leichte Gefühl, dass der eventuell nicht mehr rauskommt. Steht nicht. Ja, das ist natürlich auch das Gute an dieser Geschichte hier mit den Simulatoren. Man kann sich da ja auch ein Familienevent draus machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Sohnemann von Gary Perfect jetzt zuguckt, denn so gut war der Papa, der zweifache DTM-Champion, der ehemalige Formel-1-Testfahrer Gary Perfect, bei einem Simulatorrennen, was ich gesehen habe in der letzten Zeit noch nicht. Und Goofy Pirro, bleiben wir bei seinen Spitznamen, Goofy Pirro, der ist richtig flott mit dabei und jagt Gary Perfect. Das ist natürlich klar. Ja, man merkt auch ein bisschen, bei Perfect noch nicht ganz so auf der Höhe hier im Sinn. Hier und da ein bisschen merkwürdige Linien, kommt ab und zu mal aufs Gras. Also entweder ist der total nervös gerade, was René ja schon gesagt hat, was mit Simracing tatsächlich mehr ist als in echt, oder aber ihm fehlt einfach die Expertise. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, von Daniel Runkadeja, von vielen, vielen anderen, von Nico Müller auch. Das habe ich jetzt wirklich schon ein paar Mal gehört, dass tatsächlich ausgekochte Profi-Rennfahrer, die sonst die Vibrationen spüren, die sonst die Gerüche haben von den Autos, dass die vor so einem Sim-Race feuchtere Hände haben, als wenn sie in ihr normales Einsatzfahrzeug steigen. Schwer zu verstehen, ne? Eigentlich unerklärlich, oder? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie aus ihrem Alltag so ein bisschen gerissen werden. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Grund dafür. Eduardo Mortara führt das Ding an, die Uhr läuft links runter. Wir werden auch heute wieder 2 Rennen fahren. Aber da ist natürlich wie immer noch nichts, noch gar nichts entschieden. Und da geht es richtig zur Sache. Ja, da schnappt sich der Frank aber einfach ganz schnell den Robin Freins. Und auch vorne dran Gary Paffett und Goofy Pirro, die sind da immer noch am Kämpfen, wenn ich das so richtig sehe. Startnummer 9, das ist Paffett. Daniel Runkadeja auf die 12 zurückgefallen. Lukas Auer nur auf der 14. Nach dem Spektakel, was wir da am Start hatten. Und der nächste Dreher und der nächste Einschlag von Gary Paffett. Gerade haben wir ihn gelobt. Und dann ausgerechnet er als Brite. Der kennt hier normalerweise jeden Streckenposten. Der kennt hier jede Kuppe, jeden Hügel. Und der kennt auch normalerweise ja, jedes Grasbett hier. Aber das war dann einer zu viel von Gary Paffett. In der Wiederholung gucken wir uns das nochmal an. Verliert das Heck. Wie gesagt, die Autos haben im Vergleich zu DTM-Fahrzeugen null Abtrieb. Ja, und da ist es dahin. Da geht es dahin für Gary Paffett. Also zum ersten Mal in seiner Sim-Racer-Karriere in den Top 10. Und dann verliert er das Heck. Hier schön zu sehen. Da ist er auch zu weit. Oh. So ähnlich wie bei Runkadeja vorhin. Und dann, das ist das Gute, es passiert nichts bei ihm zu Hause. Im Wohnzimmer oder im Keller oder wo immer er seinen Simulator steht. Ja, und Robin Freins, der durfte sich das Ganze auch nochmal ansehen von der anderen Streckenseite aus. Der wurde nämlich mit auf die Reise geschickt. Jetzt schauen wir uns das Ganze onboard aus der Sicht von Robin Freins nochmal an. Vor ihm aktuell noch Bieler und dann ganz, ganz vorne, da sehen wir jetzt den Fehler von Paffett. Der kommt zur Seite raus jetzt gleich. Achtung, nach der aufs Heck. Sein, ja. Genau. Jetzt beim Rausbeschleunigen.
Zack, und dann kommt er zurück. Ja, keine Chance für Robin Franz. Nee, absolut nicht. Also da war er tatsächlich nur Passagier bei den Cadillac Airlines. Da ging gar nichts mehr. Das unterstreicht so ein bisschen, was ich gesagt habe über diese Strecke in England, in der Grafschaft Kent. Das ist wirklich so ein bisschen wie eine Mini-Nordschleife, wenn man das erste Mal hier ankommt. Und dieser Unfall gerade eben von Gary Paffett, der dann Robin Franz auch noch aus einer guten Position rausgekickt hat, ja, das hätte auch auf der Nordschleife irgendwo sein können. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat mich sehr, sehr an Kesselchen erinnert, der Situation. Edo Mortara führt das Rennen an vor Emil Heyerdahl. Das heißt, Rennprofi gegen Sim-Racing-Experte. Bin mal Wer gespannt. Aus deiner Sicht Vorteil? Da bin ich tatsächlich gespannt, aber Heyerdahl darf man nicht unterschätzen. Der ist nämlich auch schon ein bisschen was gefahren, nämlich den Porsche Carrera Cup in Skandinavien. Also kein ganz unbeschriebenes Blatt, auch was die richtigen Rennstreckenverhältnisse angeht, natürlich nicht. Aber Edo Mortara, der ja wirklich auch eine tolle DTM-Karriere hingelegt hat, von 2011 bis zum Mercedes-Ausstieg 2018. Der Italo-Schweizer mit ja auch noch französischer Verwandtschaft, deswegen haben sie sich immer schön ein bisschen drumherum gekabbelt, was für eine Flagge denn so bei denen nehmen. Also sieht ganz gut aus. Emil Heyerdahl jagt jetzt Edu Motta. Jetzt Dark mal Frank Bieler, ja, auf 6. Der macht das auch ganz gut. Also ich wollte gerade sagen, der darf ein Team führen, meiner Augen nach. Ich glaube, der zeigt sogar noch dem Team ganz gut, wo der Hase läuft. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber eine Frage, die ich jetzt an dich habe, ich weiß gar nicht, ob ich sie stellen darf, aber ich frage jetzt einfach nach deiner persönlichen Meinung. Du darfst alles fragen. Wie siehst du die DTM? Wie geht das weiter nächstes Jahr? Was denkst du? Du meinst 2021, ja, das versuche ich weitestgehend, weil ich ja auch davon betroffen bin, da ich es wirklich sehr, sehr liebe, dort zu arbeiten und mit den Kollegen da wirklich eine verschworene Gemeinschaft gefunden habe, die mir großen, großen Spaß macht. Natürlich auch mit den Fahrern. Also das wird ganz, 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 ganz schwer. Im Moment sieht es eher so aus, ist ja nicht die erste Pause, die es gäbe für die DTM, hat es ja alles schon mal gegeben. Aber im Moment sehe ich da keine Lösungsmöglichkeit. Also ich habe da einfach keine Idee. Mir fehlt da einfach der Ansatz, was man machen könnte, wie man das Reglement abändern könnte, um genügend Autos ins Feld zu kriegen. Eins ist mal klar, das Reglement, was wir jetzt fahren, das ist, glaube ich, mit dem Audi-Ausstieg erledigt und Geschichte und gescheitert. Ja, ich meine, man könnte im Notfall immer noch mal ein Jahr einen BMW-Markencup machen. Die Frage ist nur, wie das München sieht, ob die das auch so gut fänden. Ist ja dann ganz, noch ein Kostenfaktor, ne? Ganz ehrlich, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich weiß nicht, wann für dich echtes Racing anfängt, aber das wird dieses Jahr mit 16 Autos, wenn wir denn dann mal irgendwann starten würden, schon so am unteren Limit sein, also weniger dürfte es nicht sein. Und ich weiß nicht, ob in der Nach-Corona-Zeit, man hört ja, dass die Autoabsätze, egal in welches Haus man blickt, auch nicht so die allerbesten sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann doch diese immer noch sehr, sehr teuren Prototypen aus einem Lager an den Start bringt, um ein Feld aufzuführen. Das glaube ich einfach nicht. Daniel Hunker, der ja gegen Robin Franz setzt. Da hatten wir 2018 mal drei DTM-Autos nebeneinander. Und es geht wieder Richtung Startziel. Wir haben noch 8 Minuten. Edo Mortara führt das Rennen an. Ja, die Frage ist, wie lange führt er das an? 0,4 Sekunden eben der Zweitplatzierte hinter ihm. Während jetzt außenrum Dani Junkadea versucht, Manöver zu machen. Das haut nicht ganz hin. Streift sich ein bisschen, das geht nicht. Ja, fährt ein Rallycross da über die Strecke hinweg und muss jetzt schon aufpassen. Denn von hinten, da rückt jetzt langsam, aber sicher auch schon wieder jemand an. Also was ich ja klasse finde als Sim-Racing-Neueinsteiger, ja, das ist schon wie im richtigen Leben. Wenn man es da zu sehr übertreibt mit den Track-Limits, wenn man da zu sehr in die Wiese fährt, dann ist es halt vorbei. Ne? Also da kommt es schon auf Exaktheit an. Und ich glaube, das macht zum Beispiel auch einen René Rast, den wir heute leider nicht dabei haben, auch Daniel Runkadeja zu so starken Akteuren im Sim-Racing. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, da kommt den Jungs einfach ihre Erfahrung auch im Simulator zu. Klar ist es was anderes, aber so weit weg ist es eben dann doch nicht. Naja, bin ich mal gespannt. Übrigens, die Nummer 10, das ist Raffaele Masiello. Und der ist eigentlich schon überrundet, aber kämpft da wie ein Wilder. Also ich glaube, der hat mal ordentlich Spaß gerade da vorne. Ist das gelb-schwarze Auto, was wir da sehen. Na, welcher Rennfahrer lässt sich schon gerne, egal wo er liegt im Feld und egal, ob es im realen Leben oder im Simulator ist, oder ist es passiert ja. Du hast ihn gerade angesprochen und wieder ist die 16 Robin Heinz der Leidtragende. Oh, der wird eine dicke Krawatte haben, der Niederländer.
jetzt schon zum zweiten Mal mehr oder weniger unverschuldet von der Ideallinie befördert. Robin Freins. Kann er nämlich, sehen wir gleich, gar nichts für. Kann er nichts machen. Achtung. Ja. Der Marcello verpasst jetzt einfach den Bremspunkt. Und dadurch wird das Heck unruhig. Und dann knallt er den Freins hinten rein. Ja, und dessen Rennen, zumindest was die Spitzenpositionen angeht, ist ein wenig erledigt. Ja, immer noch Mortara, eine halbe Sekunde vor. Marcello jetzt auch mittlerweile in der Boxengasse. Ich glaube, der stellt das Ding ab. Gucken wir uns nochmal Onboard an. Ich glaube nämlich auch hier, ja, sah aus, als ob der Hinterreifen beim Anbremsen wieder auf der Wiese gewesen wäre. Und da kannst du noch so große Bremsscheiben haben, das hilft dir überhaupt nichts. Das Heck ist eine typische Angelegenheit bei diesem Cadillac CTS, das Spitzenmodell aus dem Hause Cadillac, wo man ja mehrere Sachen mit abdecken wollte, hat im realen Leben, also das Serienauto, 650 PS. Hier in der Variante, die ein Tick älter ist, hier bei iRacing, 460 PS, 6,2 Liter Hubraum, also ein V8 Drehmomentmonster mit einem geilen Sound. Und das ist ein geiler Kampf hier um den Sieg. 5 Minuten haben wir noch. Aber, Tobi, das heißt auch 5 Minuten volle Konzentration jetzt bei beiden. Und was glaubst du, was macht der Heyerdahl? Er versucht sich den Mortara irgendwie zurechtzulegen, oder? Ich glaube, ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn leider nicht verfolgt im Porsche Carrera Cup, wie er es da gemacht hat. Aber er ist ja auch die Formula STCC Nordic gefahren 2018. Die er tatsächlich auch gewonnen hat, komplett als Champion. Also fahren kann er auf jeden Fall, das sehen wir hier. Die Frage ist nur, ich glaube, er wartet noch ein bisschen länger ab. Er lässt den noch so ein bisschen köcheln. Ja, und Edo Mortara da vorne, das, was ich angesprochen habe, ich weiß noch nicht, was das Athema macht, dazwischen macht. Also die Nationalitäten waren immer ein beliebter Diskussionspunkt bei ihm. Ja, gut. Ach, guck mal hier. Multikulti. Da die Rucker, der... Ja, der hat ja von mehreren Sachen in diesem Rennen nicht profitieren können, Dani Roncadella. Und wir werden nachher sicherlich nochmal auf die Highlights-Clip gucken. Und Robin Freins tut mir jetzt langsam, aber sicher wirklich richtig leid. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er massiv einschlägt und dass er da eigentlich nichts für kann. Naja, damit war auch Raffaele Marcello wieder so ein bisschen mit dabei. Den haben wir auch noch durchs Bild rauschen gesehen gerade. Schauen wir mal, er kriegt da den Stups von hinten von der Nummer 23 von Lucadea. Dann fährt man nah aneinander, da spät gebremst, da sieht er die Lücke will rein. Der Platz reicht allerdings nicht raus. Man schiebt sich und dann raus. Kommt die Wiese. Ja, und danach kommt Marcello. Isbett und dann Marcello auch noch. Und dann zack. Also Robin Freins. Gut, das ist bei den Racern hier, auch wenn es hier um eine Menge Spaß geht, natürlich so. Das mögen die nicht. Das wollen die nicht. Emil Heyerdahl jagt Edu Mortara. 0,483 Sekunden Abstand zwischen den beiden. Während wir Mattia Drudi, der eigentlich auch relativ gut platziert war, neben der Strecke sehen. Wir schauen uns mal das Replay an, was genau da los war. Gute Position weggeschmissen auf jeden Fall, Mattia Drudi. Achtung. Das ist auch ein sehr, sehr schwieriger Streckenabschnitt hier. Da ist er schon sehr, sehr weit draußen auf der Wiese und das wollen wir auch nicht vergessen. Da ist natürlich auch je nach Beschaffenheit eine Menge Dreck. Ja, und diese Curbs hier, die, wo es in die Kurzanbindung geht, vor den Pylonen, die scheinen überhaupt gar keinen Grip zu haben, denn da war einfach keine Chance für Mattia Drudi. Gut, zurück zum Renngeschehen. Dani Junkardea ist langsam unterwegs auf der Strecke, genauso wie Marcello. Haben die jetzt tatsächlich einen Safety Car geschmissen? Nee, das sah komisch aus. Nein, da ist einfach zu viel kaputt an den Autos, glaube ich. Also sehr, sehr merkwürdig. Gucken wir gleich mal, wo die sich einsortieren. Einige sind schon natürlich völlig abgeschlagen. Robin Freins hat jetzt eine Runde Rückstand. Bei Daniel Roncadella geht nichts mehr. Ich würde mal sagen, da waren es jetzt ein paar Einschläge zu viel. Muss abstellen, der Geheimfavorit, nachdem er bei uns hier in der Serie ja die ersten beiden Rennen überlegen gewonnen hat. Oder mit richtig guter Strategie gewonnen hat. Nachdem er hier in Grand Sedge seinen einzigen WTM-Sieg gefeiert hat. Also der Top-Favorit, der ja schon im Training Schwierigkeiten hatte, nicht mehr mit dabei. Und das ist der Kampf um den Sieg, da lege ich mich jetzt fest. Wir haben noch 2 Minuten. Roncadella ist der Blaue. Und der Orange-Neon-Grün-Gelbe, das ist Emil Heyerdahl. Die beiden fahren in ihrer eigenen Liga.
Baffett sehen wir gerade auf 13, Rockenfeller auf 14, Martin Elsner auf 15, Freins immer noch auf 16 geführt. Viele Ausfälle. Aber Tobi, das war im Rennsetch nicht anders zu erwarten. Nee, davon bin ich ausgegangen und Lukas Auer, der ist ein bisschen still und heimlich gerade von dannen gegangen. Und jetzt kommt die Situation mit dem Verkehr, wo ich ein bisschen mehr Gegenwehr erhofft habe von dem, was vorne dann kommt. Aber wenn die jetzt auflaufen vorne auf diese beiden Kämpfer, dann könnte es nochmal interessant werden. Wir sind nach meinen Vorausrechnungen in der vorletzten Runde. Denn bei einer Rundenzeit von der 1,24, 1,25 werden wir definitiv noch eine dran. Ja, wir sind in der vorletzten Runde. Jetzt stell dir mal vor, wir wären die Indy-Variante gefahren, also die kurze Variante, die ja auch in früheren DTM-Zeiten hier mal gefahren wurde. Da weiß ich immer noch, da hatte man gerade den Zwischenstand nicht gegeben und dann pfefferten die schon wieder nach 50 Sekunden oder so bei Start-Ziel vorbei. Hier im Übrigen die schnellste DTM-Runde, nur mal so als Vergleich, eine 1,15-1,34 aus dem Vorjahr von René Rast. Das war die Pole-Position für Rennen 2. Hayerdahl macht das gut, ne? Weicht da den Nachzüglern aus und bleibt dran an Enu Mortara. Und ich bin mir sicher, da wird noch ein Angriff folgen. Ja, das ist so ein Ding unter Simracern, dass da sehr viel extremer ausgeprägt ist als doch im echten Motorsport. Man nimmt sich wirklich jeden Schluck Windschatten von denjenigen, die man überrundet, wie man auch nur kann, und zieht möglichst spät raus. Immer schön zu beobachten auf der Böttinger Höhe, wenn sie auf der Nordschleife unterwegs sind. Da ist auch gefühlt jeder gut für den Schatten, egal auf welcher Position er ist. Er kommt näher ran, aber ich bin mir nicht sicher, dass es reichen wird. So, jetzt gucken wir mal, was Edo Mortara macht. Da ist der nächste Nachzügler, an dem er jetzt gleich erstmal vorbei muss. Curbs nimmt man hier mit, das ist im realen Leben ganz genauso. Und dann diese, ja, gerade mit Banking, die Brabham Straight runter Richtung Paddock Hill Bend. Und hier, das vermittelt sich auch im Simulator nicht so richtig. Da geht es richtig runter in die Senke und dann Richtung Pools hier, die langsamste Ecke auf dieser Strecke. Das blinde Anbremsen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Verkehr da letztendlich ausmacht für die beiden an der Spitze, die um den Sieg kämpfen. Edo Mortara gegen Hayerdahl. Einer von den beiden will hier die Punkte. Mal schauen, wer es schafft. Oh, da macht der Verkehr ordentlich Platz. Das war eine sehr, sehr spontane Aktion. So sah das Bild zumindest mal aus. Aus der Kurve raus, sofort von der Rennlinie runter. Und jetzt hat Mortara freie Luft bis zur Ziellinie. Ja, das war das Gegenteil von Marciello, was wir da gerade bei dem Nachzügler gesehen haben. Und das sind die beiden, die hier um den Sieg kämpfen. Noch wenige Meter. Eduardo Mortara betätigt sich als Kameramann, filmt nach hinten raus. Hayerdahl fliegt da ran, aber der Abstand ist zu groß. Das reicht noch nicht. Innen über die Curbs, das volle Risiko von Hayerdahl nochmal genommen. Nochmal anbremsen, hier die Links dann. Und natürlich ist das dann so eine Geschichte. Jetzt ist er direkt am Heck. Und reicht das aus dem Windschatten raus nochmal? Nee, das reicht nicht. Weil Mortara die Linie gut zumacht. Oh! Wenn er jetzt das Heck nicht verliert. Ich soll's nicht beschreien, aber das gibt's doch gar nicht. Letzte Kurve, letzte Ecke und dann landet Edo Mortara in der Boxengasse und nicht auf Startziel. Oder wird er als Sieger gewertet? Wie ist bei euch das Reglement? Was hast du dazu? Er fährt jetzt irgendwie über den Strich, aber hat er auch gewonnen? Das werden wir gleich sehen im Ergebnis. Ich glaube ja, auch wenn momentan laut unserem Lifetiming-Tool Daniel Nesterovic als erster geführt wird. Und ich glaube ja, Daniel Nesterovic, der hat gewonnen. Der kam wohl gerade noch so vom Mortara über die Linie. Also so ein Schumi-Finish, das ist schon in Ordnung in iRacing. Meine Güte, also ich habe es ja gesagt, es wird eine Attacke geben. Aber dass sie dann so ausgeht, auf den letzten Metern, da haben sie beide noch Glück, dass sie da nicht in den Reifenstapel landen. Denn das ist ja auch so eine Sache in Grand Setch. Es ist eine Oldschool-Rennstrecke, die tückisch ist, die ja auch deshalb 1986 aus dem Formel-1-Kalender verbannt wurde, aus Sicherheitsgründen. Und da gehört letztendlich auch die Boxengassen einfach zu. Ich sehe gerade, warum er als Zweiter nur Ziel gekommen ist. Weil ich meine zu behaupten, dass bei iRacing die Boxenausfahrt dann als Linie gilt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil das würde es erklären. Denn über die verlängerte Startziellinie ist eigentlich Mortara als erstes rübergekommen. Nesterovic allerdings logischerweise vor ihm dann im Prinzip über die Linie, bevor er dann über die Boxen geht. Interessant. Hochinteressante Situation, aber ganze Rennen geführt im Grunde genommen, Edo Mortara. Der versucht hier auch, das sehen wir ja, er versucht wirklich verzweifelt irgendwie seinen blauen Caddy noch über den Strich zu bekommen, aber letztendlich war dieses Manöver einer der vielen Aufreger in diesem ja doch extrem spannenden Rennen. Schuldfrage ist, glaube ich, einfach zu klären.
ist wie im Straßenverkehr. Wer auffährt, der hat's verbockt. Ah. Obwohl das Heck schon so ein bisschen weggeht bei Mortara auch. Ja, also ich würde sagen 80-20 für also Schuld für Herr Jana. So sehe ich das auch. Ja. Ja, der trudelt da hinten rum. Hier sehen wir Nesterovic, der kommt. Und wo ist rechts der Blaue? Ne, ja. Ist tatsächlich so. Ja. Also, Daniel Nesterovic, Gratulation. Sieg in allerletzter Sekunde. Da wird er sich gefreut haben in seinem Sessel. Ja, das Tobi. Das glaube ich auch. So, Top 10. Einmal Daniel Nesterovic also auf der 1, gefolgt von Emil Heyerdahl, Xavier Schwarzmann, danach Mattia Drudi auf der 4 und Frank Bieler auf der 5. Kufi Pero schafft es auf die 6 vor Robin Rogalski, Otto Rensing, Eduardo Mortara und Marcel Freiensehner. Ja, der arme Edo Mortara, der wird wenigstens noch als 9. gewertet, also Schadensbegrenzung bei ihm. Und ja, okay. Wir sehen hier die Wiesen da rechts im Infield, da dürfen sie im realen Leben tatsächlich sogar bei der DTM auch mit ihren Autos sogar hinfahren. So ein bisschen Camping-Atmosphäre. Also wer das britische Racing-Feeling mag, der sollte irgendwann mal, wenn wir wieder dürfen, unbedingt mal nach Brands Hatch fahren. Da spürt man wirklich so ein bisschen diesen geschichtsträchtigen Flair, diese typisch britische Atmosphäre in jeder Pore. Mike Rockenfeller auf 11, Miguel Molina auf 12, zweimal DTM, Martin Elsner auf 13, Robin Freins, nachdem er dreimal abgeschossen wurde, auf 14, Gary Paffett auf 15, Daniel Funker, der ja 16, Lukas Auer auf 17, Raffaele Masiello, Nicola Palacci und Christoph Hervignot, der hatte schon sehr früh keine Lust mehr auf der 20. Position. Mit 15 Runden Rückstand, der hat früh Feierabend gemacht, ne? Ja. Aber ich würde mal tippen, der konzentriert sich jetzt auf Rennen 2. Ja, Rennen 2, ich bin mal gespannt. Ich meine, die kennen sich zwar ja, zu 90% schon auf der Strecke vom letzten Mal, aber ich bin mir nicht zu 100%ig sicher. Das hat sich wieder angefühlt wie so ein Beschnüffeln, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin mal gespannt in Rennen 2, man weiß wieder so ein bisschen, wer wie aggressiv ist. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ja, Eddie, wir warten auf Interviews, wir hoffen, dass sie kommen, aber jetzt haben wir nochmal die Highlights. Ja, und da war eine Menge bei, wie schon befürchtet. Paddock Hilbert, da geht's gleich in der Spitzengruppe mit Lukas Auer und Frank Bieler und noch ein paar Leuten los. Dann hier dieser Dreher und auch da scheppert's dann. Und jetzt gleich mal an den linken Bildrand gucken, da fliegt ein Auto richtig hoch durch die Luft. Also das war gleich in der Anfangsphase mal sehr ausfallträchtig hier bei dieser Angelegenheit. Blicken wir nochmal auf den Start und mal schauen, ob wir da einen Schuldigen ausmachen können. Aber das ist halt Paddock Hillbend, ne? Das ist typisch, oder? Ja, also das sehe ich öfter tatsächlich, auch wenn ich selber mal fahre, da kracht es eigentlich immer regelmäßig. Lukas Auer schreibt mir gerade, dass sein Internet nicht mehr funktioniert. Ah, oh, das ist ärgerlich. Übrigens, apropos ärgerlich, den Herrn, der da auch mit abgeflogen ist, Frank Bieler, den haben wir da. Und auch noch einen Herrn Rockenfeller, die kann ich mal zu uns hochnehmen, Eddie. Wenn du möchtest, darfst du da gerne die... Fang doch mit dem Frank an, dann nehme ich den Mike. Okay, dann machen wir das mal so. Dann fange ich einfach mal mit dem guten Frank an und sage erstmal Moin Moin und... Moin Moin. War nicht so ein geiler Start, ne? Nee, der Start war erstmal nicht so furchtbar geil, aber ich kam besser weg als die Zolder. Nur dann, was dann da passiert ist, denke ich mal, konnte ich überhaupt nichts dazu. Ich habe es mir gerade nochmal auf dem Replay angeguckt. Eigentlich hat man den Lukas weggeräumt und wir uns alle zusammen, keine Ahnung. Aber da war für mich irgendwie nicht, also keine Lösung irgendwie aus dem Gedränge da rauszukommen. War schade, aber hat trotzdem viel Spaß gemacht. Ja, Jagd auf Platz 5 hat super funktioniert. Ja, wie hat sich das Feld so verhalten im Zweikampf? Ja, ich hatte ja dann nicht mehr allzu viel zu tun. Also ich hatte mit dem Sohn meines Ex-Kollegen, mit Goofy, Piero, der war vor mir 2-3 Plätze mit Robin. Es ging aber alles problemlos. Ein, zwei Mann haben sich auch irgendwann mal irgendwo weggehauen, aber Robin und Goofy musste ich so überholen. Das ging sehr, sehr fair ab. Und ja, dann bin ich eigentlich lange Zeit alleine rumgefahren. Bis dann eben vorne auch wieder was. Ich kam zwar langsam näher, aber das wäre sich nie ausgegangen. Der Abstand war zu groß und dann haben sich vorne nochmal irgendwie zwei weggehauen. Dadurch wurde es dann nochmal ein bisschen enger. Aber ist halt cool. Ich meine, das Schöne ist halt im Simracing, mein Gott, das ist dann nicht gleich zu Ende. Also speziell mit den Einstellungen, die wir dann jetzt so hier haben. No Damage. Was ja normalerweise nicht der Fall ist, eigentlich bist du auch raus. Aber so hat es Sinn und Spaß gemacht, weiterzufahren. War cool.
Ja, hast du hier schon so ein paar Fahrer, die du dann direkt für dein Team rekrutieren willst in iRacing? Oder? Es gibt sicherlich einige sehr, sehr gute, überhaupt keine Frage. Nur die meisten sind natürlich auch schon irgendwo untergekommen, fahren irgendwo anders. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft da zusammen und sind aber natürlich immer für Leute, die flott unterwegs sind und Spaß dran haben, sind wir natürlich immer offen. Gut, dann danke ich dir, Frank. Vielleicht hört man sich ja wieder nach dem zweiten Rennen. Ich glaube, der Eddie, der hat noch den Herrn Rockenfeller mit am Mikrofon. Ja, wenn er mich hört, der Mike, den ich physisch das letzte Mal in Hockenheim gesehen habe und den ich viel, viel lieber ja eigentlich schon ja, auf diversen Rennstrecken gesehen hätte. Mike, wie geht's dir? Letztes Jahr bist du im DTM-Auto Sechster geworden hier im Brands Hatch. Wie nah ist das Simulatorrennen im Cadillac dran an der Realität? Naja gut, hallo erstmal. Also ja, das stimmt. Ich hoffe, wir sehen uns dann trotzdem demnächst wieder, ja, dass wir wieder auf der richtigen Rennstrecke sind. Naja gut, ich glaube, die Strecke ist super gut, also die ist ja nahezu perfekt zur Realität. Das ist, glaube ich, auch lasergescannt bei iRacing, also das passt schon sehr gut. Das Auto, ja gut, kann ich nicht mit dem echten Cadillac vergleichen, aber das ist schon ein bisschen schwammiger als ein DTM-Auto, da fehlt ein bisschen Abtrieb, aber der V8 hat ordentlich Drehmoment und das macht Spaß, also am Ende, das ist ja wie in echt auch, gutes Racing. Braucht man nicht unbedingt ein Formel 1 Auto für. Und ich glaube, das zeigt sich hier auch immer wieder. Von daher mit dem Cadillac ist ganz cool. Aber natürlich freue ich mich auch mal wieder in einem DTM Auto zu sitzen. Ja, und ich würde mich dann auf das erste Sat.1 Interview mit dir freuen, wo auch immer, wann auch immer. Du hast es gerade angesprochen, für gutes Racing braucht man nicht unbedingt ein Formel 1 Auto. Da kann ich dir nur recht geben. Also ich finde die Cadillacs mit der Unruhe im Heck, die sehen schon ganz geil aus. Wäre das vielleicht auch so ein bisschen so ein Motto für eine eventuelle DTM-Zukunft oder wie siehst du? Siehst du da ähnlich schwarz wie ich im Moment? Ja, ich glaube, ich habe da zu wenig Informationen, aber ich mein, das ist im Moment natürlich gerade auch mit der Audi-Entscheidung ganz klar vorneweg, aber insgesamt glaube ich mit der Autoindustrie und Motorsport, ja, vielleicht im Moment die nächsten Jahre nicht ganz so einfach ist, trotzdem bin ich der Meinung, dass guter Motorsport wichtig ist für die Hersteller. Und die Diskussion hat es schon immer gegeben in der DTM, ob jetzt Class 1 oder eben eher Richtung GT-Fahrzeuge, die ja jetzt, sagen wir mal, hier diesem Cadillac eher ähneln würden. Persönlich aus Fahrspaß und so finde ich schon, dass das eine Top oder die Spitze des Tourenwagensports irgendwo auch sehr schnelle Autos haben sollte. Ja, als Fahrer ist das ja klar. Es macht einfach Spaß, wenn du Leistung hast, Abtrieb, Grip. Auf der anderen Seite, für wie wir gesagt haben, gutes Racing können auch schon langsamere Autos sein und die Zuschauer kriegen trotzdem eine super Show geboten. Ja, das wird man sehen. Ich hoffe einfach, dass sie einen Weg finden. Ich glaube, der Gerhard, der macht alles, was in seiner Macht steht, aber sicherlich ist das Umfeld und die Entscheidung, wieso die letzten, ja, das letzte Jahr, anderthalb oder zwei Jahre getroffen wurden, natürlich für ihn sehr, sehr schwierig, da noch irgendwo was aus dem Hut zu zaubern. Auf der anderen Seite, nach jeder Krise geht es auch wieder bergauf im Leben und so sehe ich das immer, ja. Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch und vor allen Dingen, ich bin mir relativ sicher, dass wir uns noch auf ein paar Rennstrecken sehen werden, um die DTM 2020 zu feiern und ich habe heute noch mit der ITR in Stuttgart telefoniert. Die arbeiten da wirklich Tag und Nacht, Frederik Elsner und Co., Gerhard Berger natürlich als Chef. Da ist eine Menge los. Hast du ein bisschen was vom Rennen hier heute mitgekriegt? Es gab ja viele, viele Zwischenfälle, ne? War ja das auch für Sim-Racing-Verhältnisse schon ein bisschen zu übelhaft teilweise? Ja, ja, klar. Also ist ganz klar, da sind schon ein paar Autos rumgeflogen, aber gut. Ja, mal am Ende ist es natürlich, liegt es auch ein bisschen an diesem Auto, was nicht ganz so einfach zu kontrollieren ist. Kleiner Ditcher reicht dann. Klar, das ist immer so, das ist eine Spaßangelegenheit und da fehlt dann hier und da manchmal bei dem einen oder anderen vielleicht Ernsthaftigkeit, ja, im Zweikampf und das führt dann zu solchen Aktionen. Aber ich insgesamt fand's cool. Bei mir war es einfach das Problem, ich war schon, glaube ich, in den Top 6, weil eben so viel auch da vorne vorgefallen ist. Aber ich hatte einen Frühstart gemacht, aber wirklich nicht mit Absicht, weil ich hier irgendwie mit meiner Kupplung Probleme hatte und das Auto kurz losgezuckelt und ja, wie in einem echten Leben. Da hatte ich dann 33 Sekunden oder keine Ahnung, wie lange ich da in der Box stehen musste und damit war das Rennen gelaufen. Von daher hoffe ich im zweiten Rennen ein bisschen besser auszusehen. Aber das ist immer schwierig gegen diese ganzen Cracks oder auch den Edo. Weißt du, wenn du dich nie hier reinsetzt und kommst dann abends 10 Minuten vorher, das ist halt wie im echten Leben auch. Da brauchst du auch ein bisschen Übung und
hier umso mehr, würde ich sagen. Also ich traue mir zu, jetzt im DTM-Auto, wenn wir ins nächste Qualifying gehen, ohne großes Training zu performen. Das ist hier auf jeden Fall viel schwerer für mich. Ja, das denke ich auch. Wie viele Stunden sitzt du so auf die Woche gesehen im Simulator? Boah, wenig, vielleicht. Ja, vielleicht zwei, drei. Aber Spaß macht es dir auf jeden Fall trotzdem, glaube ich. Ne? Ja, ich würde auch mehr, aber im Moment, das Wetter war so gut, da habe ich eher den Fokus auf mein Training draußen gelegt. Und dann, wenn du zwei Kinder zu Hause hast, dann ist es auch nicht so toll, den ganzen Tag hier vor dem Bildschirm zu sitzen, als Vorbild, finde ich. Aber natürlich versuche ich es zu machen und habe mega Spaß, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist eine tolle Geschichte, auch unabhängig von der Corona-Krise. Im Winter, in der Offseason ist es ein tolles Training und eine tolle Möglichkeit, mit Freunden und Fahrern rund um die Welt Spaß zu haben. Ja, und weißt du was, mir hat es auch riesen Spaß gemacht zu kommentieren. Ich bin ja iRacing, SimRacing Neuling, aber der Tobi an meiner Seite, der hilft mir mit allen technischen Fragen. Also das ist schon fast wie ein richtiges Leben und es war schön, dass ich dich auf diesem Weg wenigstens mal kurz sprechen konnte. Ich drücke dir die Daumen für Rennen 2. Danke. Mike Rockenfeller. Danke. Okay, hau rein gleich. Ja. Ja, Tobi, da hören wir schon sehr deutlich, dass die Jungs vor allen Dingen eins haben, Spaß, ne? Egal wie viele Autos da durch die Gegend fliegen, während ich hier immer das ganze Spektakel sehe. Also das war ja, abgesehen davon, dass es doch sehr chaotisch war am Anfang, es macht, glaube ich, allen Beteiligten Spaß. Und mit dem Thema, was jetzt hier Rock schon gesagt hatte, mit dem Winter, müssen wir mal mit Nico da reden. Vielleicht gibt es ja eine DTM-ische Winter-Series. Ich weiß nicht, wäre doch mal ganz cool. Schau mal, wie die da fliegen. Ich habe da gerade übrigens irgendein Kommando gekriegt, was ich nicht verstanden habe. Meine Güte, das wäre teuer geworden im echten Leben und auch verdammt, verdammt gefährlich. Da sind wir dann froh, dass es bei diesem Stunt hier nur Simracing war. Ja, das hätte wehgetan, da erinnere ich mich dran, oder beziehungsweise du erinnerst dich, glaube ich, besser dran. Auch ein schwerer Unfall mit Überschlag in den frühen 2000ern. Ja, aber das ist halt eben hier auch Grand Hatch. Ich habe ja die Historie gerade so ein bisschen erzählt. Die Strecke war Formel 1 Rennstrecke. 1928 ist hier das erste Rennen durchgeführt worden. Natürlich noch keine Formel 1. 1964 das erste Formel 1 Rennen und dann 86 das letzte Mal die Formel 1 hier auf der Strecke. Muss man sich mal vorstellen, 1986, da standen die hier Kopf. Nigel Mansell hat nämlich damals das Rennen gewonnen. Und zwar mit einer schnellsten Runde in 1:09. Nochmal zum Vergleich, René Rast Polezeit aus dem Vorjahr 1:15, 1:34. Da sind wir hier mit den Cadillacs doch ein bisschen langsamer, aber Spaß macht's trotzdem und das ist die Hauptsache. Da hat sich der Nikola dann ja auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen. Ja, und zurück zu dem Thema, was wir da vorhin angesprochen haben mit der Zukunft der DTM. Ich würde mir fast sogar wünschen, also wirklich, falls es eine Pause geben sollte, was man natürlich nicht dabei wünscht, aber vielleicht dann nochmal tatsächlich der Sprung zurück von den Prototypen hin zu seriennaheren Fahrzeugen. Ja, das haben wir in den letzten Tagen und Wochen ja sehr häufig diskutiert. Ich erinnere mich an einen Videochat, den ich neulich mit Timo Block und Timo Scheider geführt habe. Es ist halt schwierig, ne, in der jetzigen Situation. Weil, machen wir uns nichts vor, das, was wir da gerade erleben, namens Corona, das betrifft ja nicht nur die DTM. Das betrifft alle Rennserien, das betrifft alle Motorsportarten. Kann ich auch ein Liedchen aus der MotoGP zu singen. Und ich drücke da allen Beteiligten, weil es geht ja auch um Arbeitsplätze. Es geht um ganz viel Engagement, um ganz viel Einsatz. Denkt man an die ganzen Mechaniker in der VLN zum Beispiel, die den ganzen Winter geschraubt haben aufs erste Rennen hin. Und jetzt steht man da in vielen, vielen Fällen einfach vor dem Nichts. Aber ich zitiere mal Mike Rockenfeller von gerade eben. Klasse, was er gesagt hat. Es geht nach jeder Krise auch mal irgendwann wieder positiv weiter. Ja, und das hoffe ich einfach mal. Da haben wir gerade im Hintergrund nochmal gesehen, Mike Rockenfeller, wie er da so ein bisschen gezuckt hat bei dem gerade von ihm geschilderten Frühstart. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum er in einer Boxengasse stand. Ja, das erklärt einiges, auf jeden Fall. Aber immerhin, 11. Platz, trotz Durchfahrtsstrafe bzw. sogar Stop-and-Go-Strafe, die er bekommen hat. Er stand sogar relativ lange, er stand 50 Sekunden in der Box. Ich versuche gerade mal parallel per WhatsApp bei Louis Auer rauszubekommen, ob er an seinem Internet eventuell für Rennen 2 noch was richten kann. Ich glaube, in ein paar Minuten gibt es dann erstmal wieder das Warm-up, dann das Qualifying, nächster Abflug hier. Und dann Rennen 2. Und da bin ich mal gespannt. Ja, sie kennen sich jetzt ein bisschen besser. Die Fahrer kennen sich jetzt ein bisschen besser. Man geht vielleicht auch anders miteinander um. Also ich hoffe es mal.
Ja, haben wir ja gesehen, das letzte Manöver, wenn wir hier nochmal Dani Roncadella sehen, der auch ein gebrauchtes Rennen 1 hatte. Ich bin gespannt, wer dann gleich alles am Start stehen wird und ob wir vielleicht eine etwas ruhigere Anfangsphase haben werden. Aber Paddock Hill Bend bleibt Paddock Hill Bend. Das ist einfach eine typische Kurve. Das ist hier der Einschlag von Gary Paffett, der da Robin Freins, den armen Kerl, so ein bisschen als Kegel benutzt. Ja, Trostpreis des Abends, der geht definitiv an Robin Freins. Der hat hier mehr eingesteckt als alle anderen zusammen. Ich glaube, als Mechaniker, Chefmechaniker, ich hätte, glaube ich, gekündigt in seinem Team an dem Abend heute. Das ist aber ja auch das Schöne, dass wir hier wirklich tolle Bilder mittlerweile sehen. Und da kann ich sagen, da ist die Zweirad-Szene noch nicht so weit wie die Sim-Car-Racing-Szene. Also das ist hier schon sehr naturgetreu, wenn ich mir die Strecke anschaue. Die Curbs sind sehr, sehr, sehr nah an der Realität. Sensationell. Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen der Umsetzung geschuldet. Ich meine, du kriegst überall fast schon nachgeworfen. Lenkräder, Gasbremspedale, angefangen von 50 Euro bis hoch zu 50.000 Euro für den Privatgebrauch wohlgemerkt. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher umzusetzen als Motorradsim. Ich glaube, wenn das tatsächlich mehr gekommen wäre, hätten wir auch, glaube ich, Richtung MotoGP nochmal mehr Engagement, weil da ist man ja immer noch verdammt auf Controllersteuerung. Das ist richtig, aber es gibt tatsächlich also Trainingssimulatoren für Motorradrennfahrer. In Barcelona habe ich mal einen ganz guten gesehen, der der Realität, auch was das Gewichtverlagern auf den Fußrasten sehr, sehr nahe kam. Aber das ist schon richtig, was du sagst. Und ich durfte ja auch mal neulich, ist noch gar nicht so lange her, in einen Simulator. Denn ich hatte das Vergnügen, für Team Rosberg das Auto von René Rast 5 Runden in Hockenheim zu bewegen. Und damit ich nichts kaputt mache, hat man mich morgens erstmal in den Team Rosberg eigenen Simulator gesetzt. Ja, und das ist ein altes Auto, ein alter Tourenwagen, den sie umgebaut haben. Und da ist richtig Bewegung auch drin. Also das war dann schon so die Profi-Variante. Und ich erinnere mich an die Worte von Timo Scheider, der mich vorwarnte, weil er nie so ein riesen Simulator-Fan war in seiner Karriere. Nochmal wieder Robin Freins schon wieder, diesmal von Dani Roncadella. Und dann kommt Masiello nochmal und schießt den Holländer nochmal raus. Also um die Geschichte zu Ende zu erzählen, die warnenden Worte von Timo Scheider vergesse ich nie. Ich hatte richtig Schiss, in den Simulator zu gehen. Weil Timo Scheider ist früher immer schlecht geworden beim Simulatorfahren. Soll es ja auch geben, die Variante. Ja, das haben sie mir auch erzählt. Ich war ja 2018 im Porsche Sim Racing Summit. Da waren ja auch Nick Tandy und Co. alle da. Und tatsächlich ist auch jemand vorbeigekommen namens Jan-Erik Sloten. Mit dem habe ich auch ein längeres Interview geführt um das Thema Unterschiede eben im Sim Racing realen Leben, wo sich das da unterscheidet. Und den war auch schlecht geworden in dem LMP-Simulator, wo die waren. Ja, wenn man das nicht gewohnt ist, die vielen neuen Eindrücke, die verschiedenen Kräfte, die da auf einen wirken. Und da kann ich nur sagen, also allein der Simulator wäre schon ein Jahrhunderterlebnis gewesen. Aber als ich dann das richtige Auto vom René fahren durfte, war das dann doch ein Tick schöner. Also das werde ich nie vergessen. Danke auch nochmal ans Hause Audi. Danke nochmal ans Team Rosberg für dieses unvergessliche Erlebnis. Das war einfach großes Kino. Ja, und da sehen wir nochmal den, ja, kann ich das so sagen, etwas überraschenden Sieger, weil ich glaube, das hat ihn am Ende selbst überrascht, dass er das Ding noch gewonnen hat. Ja, damit hat er nicht gerechnet, aber wer hat damit gerechnet, dass Heyerdahl und Mortara da nochmal so eine Aktion liefern in der letzten Kurve? Fast schon so ein bisschen Slapstick, wie er da durch die Box gefahren ist, der Mortara. Lukas Auer, gehen die Ideen aus, hat immer noch keine Internetverbindung am Simulator. Was ist denn, wenn er sein Handy-Hotspot nutzt? Da kann er mit seinem Handy kann er doch einen Hotspot machen, mit USB-Kabel dran und dann dieses USB-Tethering oder wie das heißt. Ja, wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Also wenn er ein iPhone hat, ist es einfach nur, glaube ich, einstecken und dann in Einstellungen bei Internet-Hotspot gucken. Bei Android bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, da heißt es Tethering oder sowas. Also das ist der Begriff dafür, das geht auf jeden Fall. Habe ich tatsächlich auch schon mal machen müssen. Ich schreibe es mal gerade dem Lukas Auer, wir sehen ja sehen, ob es hilft. Ja, 2 Minuten hat er noch, also das sollte auf jeden Fall reichen. So lange hat er Zeit, sich dann gleich zu verbinden und in die neue Session reinzukommen. Denn ein bisschen Warm-up ist immer mit dabei, dass die Zeit, in der die Fahrer Zeit haben, sich zu verbinden hier bei iRacing. Und dann geht es in die Qualifying-Session. Das ist quasi aufgebaut wie so ein... Ja, man kann sich vorstellen wie so ein Gaming-Server eigentlich. So ist es aufgebaut, grundlegend von der Funktionsweise her. So, und der Countdown läuft runter. Und dann bin ich mal gespannt, was wir im Qualifying gleich sehen werden. Und dann vor allen Dingen in Rennen 2.
von den Rundenzeiten, die wir hier haben. Also Emil Heyerdahl hat auch tatsächlich die schnellste Runde gefahren. Er war um tatsächlich 5000stel schneller seiner besten Runde als Eduardo Mortara. Also ich glaube, die beiden, auf die kann man auch im nächsten Rennen nochmal schauen. Ja, aber wenn Lukas Auer seine Internetverbindung hinbekommt, wenn Daniel Hunkerdeja nicht das Heck verliert, da sehe ich ein paar Favoriten fürs Rennen 2. Definitiv, da muss Marcello allerdings seinen Start in den Griff kriegen, beziehungsweise auch die vier vor ihm. Wir haben gesehen, der kam ja richtig gut von der Linie weg und hat dann das, ich nenne es immer gerne, das Singapur-Sandwich gemacht. Denn so ähnlich wie der Unfall zwischen Vettel, Raikkonen und Verstappen sah der Unfall auch hier aus. Aber wir sind in Brands Hatch, diese Berg- und Talbahn in der Grafschaft Kent. Auf jeden Fall können wir da mal eins festhalten, das ist eine echte Fahrerstrecke. Ja, und ich bin da mal gespannt, was mit dem Termin wird. Wie gesagt, Silverstone in Sachen Formel 1, da hat man sich ja schon drauf verständigt, an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden hintereinander zu fahren. Hier nochmal das Layout, 3,8 Kilometer. In der DTM-Variante letztes Jahr hatten wir 3,916. Aber gut, das sind dann so ein paar Marginalien. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, noch steht das DTM-Rennen in Brands Hatch im Kalender. Und ich bin gespannt, was wir bis dahin noch erleben werden. Ich glaube, Tobi, das können wir beiden Sportinteressierten unter uns beiden hier auch noch ganz gut besprechen. Ganz wichtig wird das kommende Wochenende in Sachen Bundesliga-Fußball für die restliche Sportwelt, auch für den Motorsport, ne? Ja, davon können wir tatsächlich ausgehen. Schauen wir mal ganz kurz aber auf die Streckentemperatur. 20 Grad Celsius, das ist natürlich verhältnismäßig kühl zu dem, was wir schon so an Rennen gesehen haben. Der Cadillac hat das alte Reifenmodell in iRacing drauf, was noch ein bisschen, ich sag mal so, umso kälter, umso besser war das früher mal. Das haben sie dann ein bisschen realistischer gemacht mit Warmfahren oder so. Aber hier haben wir eben das alte Reifenmodell, das heißt, wir werden richtig zügige Zeiten sehen können. Ja, und 20 Grad für Brands Hatch, da unten gibt es schon wieder den nächsten Dreher. 20 Grad in Brands Hatch, da kann ich dir sagen, das ist ja fast schon tropisch. Also die Realität sah 2019 ganz anders aus. Da mussten wir nämlich tatsächlich aus unserer Kommentatorenkabine, die im links von der Geraden liegenden Tower gelegen war, umziehen in die sogenannte Technikbox unten im Fahrerlager. Und der Grund war ganz einfach, das war nämlich so windig an dem Tag, dass das Aludach direkt über der Kommentatorenkabine solche Schwingungen und so einen unglaublichen Lärmpegel verbreitet hat, dass es unmöglich gewesen wäre, selbst bei der besten Tontechnikerin der Welt, was unsere Babs von Sat 1 nämlich ist. Da wäre es nicht möglich gewesen zu senden. Da links in dem Gebäude haben wir gesessen und dann sind wir relativ kurz vor der Sendung tatsächlich nach unten in die Technikbox umgezogen. So. Ja, ich erinnere mich nur, dass du mal Bilder davon auf deinen sozialen Medien da hochgeladen hast, wo es tatsächlich wohl sehr, sehr nass war und du aber trotzdem sehr, sehr glücklich dank sehr, sehr viel Begleitung da unten warst. Ja, das war nämlich die gleiche Box, in der die Grid-Girls zum zwischenzeitlichen Aufwärmen und Nachschminken und ähnlichen Dingen zugegen waren. Hier sehen wir mal jetzt sehr schön das Euronics-Design von Frank Bieler. So ist die Sim-Racing-Welt. Ne? Frank Bieler fährt gegen den Sohnemann seines ehemaligen Le Mans-Sieger-Teamkollegen Emanuele Pirro. Ja, Robin Rogalski, den du ja auch gut kennengelernt hast im Audi R8 Cup im letzten Jahr. Der Samtsieger. Mal schauen. Wir haben da einige Kandidaten, die auf jeden Fall Lauf 1 korrigieren wollen. Das verspricht Spannung und das verspricht auf jeden Fall eins Action. Ja, ich bin mal tatsächlich gespannt, was wir da haben werden. Mir ist auch gerade aufgefallen, Rogalski ist auch schon mitgefahren bei der offiziellen DTM eSports Classic Challenge, die DTM ausgerichtet hat in Raceroom. Wir allerdings hier bei iRacing haben, glaube ich, so ein bisschen mehr Spaß und weniger Ernst, habe ich so das Gefühl. Positiv. Ja, wir haben auch keine Sponsoren, sondern wir senden durch. Das ist halt der große Unterschied. Da hat sich der Nicola Palacci wieder wirklich was Tolles ausgedacht und der nutzt natürlich sein Netzwerk. Und ich habe ihn mal gefragt, warum machst du dir eigentlich die ganze Arbeit? Weil der Nicola investiert ja sogar als eigentlich technischer Direktor im Team Rosberg hier auch eine ganze Menge Geld in die Angelegenheit. Weil, muss man sich mal vorstellen, Jamie Green und unser Kollege Dave kommentieren in Englisch. Wir beide kommentieren hier in Deutsch. Das Ganze muss technisch abgestimmt werden. Und ich finde, das sieht gut aus, das macht Spaß. Außer wenn man Robin Freins heißt im Lauf 1. Der wird allerdings jetzt mit einer dicken Krawatte fahren und er wird in seinem Simulator sitzen und kochen.
und wird versuchen, diese Scharte hier im Simulator in Grand Setsch auszumerzen in Rennen 2. Nochmal erwähnt, der war letztes Jahr hier in Grand Setsch auf der 4. Position im 2. Rennen. Also der mag die Strecke, ist ja auch auf der Nordschleife schon unterwegs gewesen und 24-Stunden-Rennen. Also das ist was, was Robin Freins eigentlich entgegenkommt. Noch lieber wären, glaube ich, Regen jetzt. Ja, aber leider in iRacing aktuell noch kein Regen. Ich habe aber gehört tatsächlich mal irgendwann, dass das tatsächlich früher oder später noch hinzukommen soll. Auch wenn man am Beispiel Daytona 2018, glaube ich, noch gut gesehen hat, oder ich weiß auch noch 18, dass es halt auch nicht ganz angenehm sein kann. Natürlich. Robin Freins jetzt bei Start und Ziel. Das ist natürlich eine klasse Runde. 1:24.670. Aber trotzdem, Masiello, der Schnellste. Einer der Raubeine aus Lauf 1. Ist also im Moment hier der Schnellste. Drudi auf 2, Nesterovic auf 3. Rockenfeller, der Mike hat es ja angekündigt. Auf 4, dann Freins, Gonzales und Erbillo. Ja, und da setzt sich aktuell Frank Bieler schon mal auf die 3. Position, startet also zusammen momentan mit Rogalski aus der 2. Startreihe. Ich bin mal gespannt, was Heyerdahl jetzt hier reißen kann. Emil Heyerdahl, der ja so eine starke Performance hinlegte, bis dann eben halt die letzte Ecke kam. Aber er deutlich vorne, was die Prozent angeht in Sachen Schuldfrage bei Manöver gegen Eduardo Motara. Hier, da war es, da ist es passiert. Tara leicht das Heck verloren, diesmal kommt er ganz gut durch, die Rundenzeit sieht gut aus, aber nicht gut genug. Trotzdem setzt er sich da vorne rein, auf die 3. Position, Emil Heyerdahl. Das Fahrzeug mit der Startnummer 10, was momentan links in der Liste nicht zu sehen ist, das ist übrigens Xavier Schwarzmann mit einer 1:24.423. Also da einfach ein Fehler in der Grafik, nicht wundern, da sitzt tatsächlich einer im Auto. Lee Edgel ist auch noch dazugekommen, den hatten wir im ersten Rennen, glaube ich, auch nicht dabei. Nee. Und Edu Motara, der beinahe gewonnen hätte. Ja, aber hätte, wenn und wäre, gibt es auch im iRacing nicht. Trotzdem, man sieht schon die Qualität von Eduardo Motara. Oder wir haben sie gesehen im ersten Lauf. Gucken wir mal, was er jetzt hier für eine Rundenzeit hinbekommt. 5 Minuten noch und dann geht es gleich schon wieder weiter mit Rennen 2. Unsere Lockdown Series in Grand Setsch. Heyerdahl gegen Montara war das Duell des ersten Rennens. Aber ich könnte mir vorstellen, da kommt jetzt noch der ein oder andere gleich dazu. Wenn sie denn, Tobi, und das wäre Bedingung, in der Paddock Hill Band direkt beim Start ein bisschen Zurückhaltung an den Tag legen. Ja, der erste Unfall, das war ja schon vor der Paddock Hill Band. Also ich würde sagen, schon, dass man sozusagen off the line schon so ein bisschen mehr aufpassen sollte. Gerade vom Start weg. Wir haben aber gesehen, der ein oder andere kommt mit dem Fahrzeug, mit der Kupplung ein bisschen besser klar. Als wiederum andere, denn wir haben gesehen, da gab es einige richtig gute Starts und bei manchen, da dachte ich schon, die haben das Auto abgewürgt. Also auch da große Unterschiede und natürlich eben Crashpotenzial. Ja, und Mike Rockenfeller hat es uns ja auch nochmal beschrieben, er ist dann mit seiner Pedalerie nicht richtig klargekommen und hat dann deswegen halt diese Strafe für den Frühstart gekriegt. Unterhalb des Fahrerlagers jetzt Frank Bieler, jetzt geht es dann normalerweise rechts in die Kurzanbindung, aber da bin ich wirklich froh, dass wir die nicht fahren. Und jetzt geht's rein in den Wald. Das ist die schnellste Passage jetzt, aber alles blind, alles schmal. Also Grand Setsch, auch im Simracing, ein Kurs für echte Rennfahrer. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, früher habe ich Grand Setsch tatsächlich nicht so gemocht. Also so zum Selberfahren, sage ich jetzt mal, in der Simulation oder im Spiel oder sowas. Aber irgendwann lernt man die Strecke tatsächlich lieben, wenn man sich dann doch mal auf sie einlässt. Es ist so ein bisschen wie so ein Wildpferd sehen. Ja, wir waren ja das letzte Mal mit unserer Serie in Zolder. Auch das ist ja eine Oldschool-Rennstrecke. Und ich denke, bei Grand Setsch kann man das Ganze nochmal multiplizieren. Mit den Curbs, mit der Enge. Und dann eben halt auch hier mit solchen verrückten Passagen. Hier muss man es voll durchlaufen lassen, egal ob im Simulator oder eben halt im echten Rennfahrerleben. Ja, und dann allein schon die Kuriosität, diese wirklich nach rechts komplett abfallende Startzielgerade. Ja, und dann diese Ecke hier, Paddock Hill Bend, wo man wirklich in so ein Loch reinfällt. Und wenn man da zu Fuß rumgeht im Übrigen, dann ist das Ganze noch viel, viel extremer. Ja, ich wollte gerade sagen, zu Fuß Rennstrecken abgehen, das mache ich nicht mehr, seitdem ich versucht habe, Monaco abzulaufen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Das war doch länger als erwartet. Ja, ich gestehe, ich mache das tatsächlich, wenn wir an den Rennstrecken sind, wenn wir dann gerade mal auf Rennstrecken ankommen
Ich habe mich zum Beispiel sehr auf St. Petersburg gefreut, die Anlage kennenzulernen, aber da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob wir da noch landen werden in diesem Jahr mit der DTM. Also wenn ich eine Rennstrecke nicht gut kenne, und 2018 in Brands Hatch war das der Fall, dann gehe ich tatsächlich am Tag vorher, bevor es losgeht auf der Rennstrecke, mal rum, einfach um auch für mich als Kommentator mir so ein paar Sachen einzuprägen. Wo sehen die Curbs wie aus? Wie eng ist es tatsächlich? Denn man sieht da doch immer noch ein bisschen mehr an der einen oder anderen Ecke als über die Fernsehbilder. Ich würde gerade sagen, je nach Perspektive wirkt die Strecke doch enger, als sie dann tatsächlich ist. Also gerade Kesselchen ist so ein gutes Beispiel auf der Nürburgring-Nordschleife. Man meint, ein Auto, das ist schon fast zu viel, aber dann überholen sie sich trotzdem noch vor der Mutkurve. Also es ist tatsächlich vor Ort noch mal ein bisschen anders, als auf den Bildern zu sehen. Edo Mortara ist im Moment der Schnellste. Von Marciello, Heyerdahl, Bila, Rogalski, Drudi, Erbignon, Nesterovic auf 9. Da habe ich schon wieder vergessen, wer da drauf sitzt. Das Schwarzmann. Auto mit der Startnummer 10, Schwarzmann also, Rockenfeller auf 10, Freins und Piro auf der 12, alle innerhalb einer Sekunde. Also auch Sim Racing kann eine enge Angelegenheit sein. Ich erinnere mich tatsächlich, wir in einer Serie, die ich auch betreue, allerdings ein bisschen mehr Richtung E-Sport im Web 1-Bereich, die sind tatsächlich mit dem kompletten Feld, mit 20 Mann innerhalb einer Sekunde. Also das ist absolut Wahnsinn, was die sich da liefern. Hey, stell dir mal auf diesen 3,9 Kilometern ein reales DTM-Rennen vor. Und da hatten wir ja dann letztes Jahr alle Autos, das gesamte Feld, innerhalb einer Sekunde teilweise. Also das war schon ein großes Kino. Also sowas ist immer cool zu sehen und sowas schreit natürlich auch nach einem genialen Rennen dann ein bisschen später am Tag, würde ich einfach mal sagen. Ne? Martin Elsner, das wird keine geniale Runde, auf 16 notiert. Da wächst dann der Rückstand doch ein bisschen an. Aber wie gesagt, der Cadillac ist, wir haben das auch von Mike Rockenfeller gerade ja auch nochmal gehört, kein einfaches Auto, aber deshalb ist es ja auch ausgesucht worden von Nicola Palacci und allen anderen, die hier verantwortlich sind. Formel 3 Autos, meinetwegen, die Variante hätte es ja auch gegeben. Ja, aber die Autos liegen zu gut, die Autos machen es den Profis zu einfach. Also dann lieber so ein Auto, wo ein bisschen Bewegung im Heck ist, wie der Cadillac CTS mit dem 6,2 Liter Hubraum V8 mit 460 PS mit ja, definitiv ganz, ganz wenig Downforce, der hier in Brands Hatch bewegt wird bei Rennen Nummer 2 in unserer Precision Sim Engineering DTM Ish Lockdown Series. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ja, doch, das passt. Das war ganz gut. Schauen wir uns also mal die Qualifikationsergebnisse und die Startaufstellung an. In Startreihe 1, da haben wir Edoardo Mortara und Raffaele Marciello. Dann Emil Heyerdahl, Frank Bila, der es auf 4 geschafft hat. Gefolgt von Robin Rogalski und Mattia Drudi, die auch ziemlich schnell unterwegs sind. Christoph Herbignot, Daniel Nesterovic, der Überraschungssieger von Lauf 1 dann dahinter. Ja, 9 und 10, die sind jetzt leider schon wieder zu schnell weggerutscht, aber das haben wir ja gesehen, da war Schwarzmann mit dabei. Auf der 11 dann Robin Freins und Goofy Pirro auf der 12. Miguel Molina, lassen Sie sich durch das González nicht irritieren. Das ist Miguel Molina, der ja auch DTM-Vergangenheit, Otto Rensing auf 13 und 14. Danach folgt Gary Paffett, Martin Elsner, ja, und last but not least Nicola Palacci startet vom letzten Platz und wir sind schon in der Startaufstellung. Die Lücken, die fehlen, das sind die Fahrer, die jetzt noch auf Grid klicken müssen auf ihrem Bildschirm, damit sich das Fahrzeug dann auch hinstellt. Ja, oder die kein Internet haben, wie Lukas Auer. Schön, dass er uns das geschrieben hat. Ja, und ich würde mich auch freuen, auch den Lukas DTM-Rückkehrer dieses Jahr ja im BMW geplant, dann wieder an der Rennstrecke zu sehen nach seinem Jahr in Japan, wo er eine ganze Menge gelernt hat, wie er uns erzählt hat. Und das zeigt er ja hier auch bei sämtlichen Simulator-Aufträgen, Auftritten, die er schon hingelegt hat. Also ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Aber jetzt erstmal Daumen drücken, dass das beim Start besser läuft als vorhin in Rennen 1. Da hat schon wieder einer da hinten, der Rote, gezuckt. Das gibt dann wieder eine Strafe. Und vorne links der Blaue, das ist Edoardo Mortara. Und im realen Leben, kann ich dir sagen, ist die Pole Position nicht unbedingt die bessere Startposition. Aber Mortara macht das gut. Und das sieht doch schon wesentlich disziplinierter aus als in Rennen 1. Ja, man sieht, die Autos sind am Rutschen, die sind am Kämpfen. Bila wieder mit Fahrzeugkontakt. Und da erwischt er das rote Fahrzeug, was wir vorhin haben, zucken sehen. Aber dieses Mal ohne Überschlag. Ja, und ich glaube, das war, wenn ich mich recht entsinne, Christoph Herbignot, der da das Fahrzeug gerade abgestellt hat. Ja, ich glaube, die sind alle durchgekommen und Edo Mortara wieder mit einem starken Start, mit einer guten Anfangsphase. Also Lukas Auer hat das Internet nicht in den Griff bekommen. Das sind natürlich die Typen der Neuzeit, ne? Das kann dann passieren. Ja,
Ja, Tatsache. Da sehen wir gerade übrigens mit dem grünen Auto, das ist Mike Rockenfeller. Der ist am Kämpfen mit den ganzen Fahrern hinter sich mit Schwarzmann. Oh, und da gibt es den Unfall. Das war Robin Freins. Nee, war nicht Robin Freins. Aber trotzdem, mal stumpf reingefahren. So, doch, das war Robin Freins, hat sich die Startnummer tatsächlich. Ja. Ah, okay. Das ist dann für mich natürlich Neuland, dass sich die Startnummern verändern. Ich habe jetzt nur aufs Design geguckt. Also, der wehrt sich aber jetzt, der Holländer. Mal schauen. Da will jetzt schon wieder der nächste, das Heck. Das war, glaube ich, Schwarzmann. 18 Minuten ist eine verdammt lange Distanz. Und ich habe das schon häufiger mal erlebt und habe es ja auch schon mal selber gemacht. Das ist ganz schön anstrengend auch, ne? Wenn man das richtig ernst nimmt. Das geht tatsächlich also vor allem in die Unterarme, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Vor allem, du musst alles, was das Fahrzeug macht im Prinzip, wenn du nicht gerade so ein Motion Seat hast, musst du wirklich alles aus den Händen lernen. Alles kommt vom Lenkrad, du hast kein Popometer, Lenkradgeräusche und das, was man halt eben sieht. Raffaele Masiello. Erinnern wir uns an Rennen 1, was der da alles ja, aus dem Weg geräumt hat, obwohl er schon überrundet war, liegt jetzt auf der zweiten Position und wittert seine Chance gegen Eduardo Mortara. Und er weiß natürlich genau, Edo Mortara, wie das ist, hier im Brands Hatch abgeschossen zu werden. Die letzte Ecke vermasselte seinen Sieg im Rennen 1. Dann Emil Heyerdahl auf 3, Robin Rowalski auf der 4. 1,7 Sekunden der Rückstand des Audi R8 Cups Siegers vom letzten Jahr. Frank Bieler, Daniel Nesterowitz, Mattia Drudi, Mike Rockenfeller auf der 8. Da hat der Rocky Wort gehalten. Läuft doch besser im zweiten Durchgang. Ja, es sieht auf jeden Fall nach einer vernünftigen Basis aus. Robin Freins kann froh sein, dass er jetzt nur in dem Simrig zu Hause sitzt ohne Helm, denn ich glaube, nach dem letzten Rennen würde sein Kopf in keinen mehr reinpassen. So viel, wie sich da angestaut hat. Wir haben es gesehen, er fährt ein bisschen auf Blech. Gary Perfitt auf 15 hat 17 Sekunden Rückstand. Aber das ist gar nicht so schlimm. Hauptsache, es macht Spaß und man kann ja im Laufe eines solchen Rennens, was noch 17 Minuten dauert, die können verdammt lang werden, noch eine Menge korrigieren, wieder Paddock Hill Band mit dem Führenden, der nach hinten rausfilmt. Und da sehen wir mal, Track-Limit-Strafen gibt es heute anscheinend auch nicht. Spielt auch keine Rolle. Genau, heute geht es einfach nur darum, wieder Spaß zu haben, wieder einfach zu fahren mit Kollegen, Ex-Kollegen oder sonstigen Rennfahrern, die einfach auch hier tatsächlich einfach Lust drauf haben. Ich meine, guck dir das an, was wir für ein bunt gemischtes Feld haben. Und ich bin sicher, bei der nächsten Ausgabe kann dann auch René Rast wieder, hat dann Lukas Auer auch wieder Internet. Und der nächste Zwischenfall, Achtung, das ist eine gefährliche Situation. Schauen wir uns auch nochmal an, was da passiert ist. Miguel Molina nämlich, hier schon innen über die Curbs und wie gesagt, das Heck ist die Problemzone des Cadillac CTS. Wenn er jetzt gleich runterfährt, ich vermute mal, das hat auch wieder was mit den Curbs zu tun gehabt. Da verliert er dann nämlich das Fahrzeug. So, hier, da ist er einfach zu weit draußen. Da ist dann zu Beginn das Gras noch so ein bisschen mit Steinen unterlegt und dann kommt wirklich eine ganz normale britische Wiese. Wenn man dann da drauf kommt, mit diesem schweren Auto, dann rettet man nichts mehr. Nee, da geht gar nichts. Aber wo vielleicht was geht, das ist im Kampf Marcello gegen Mortara. Denn 0,6 Sekunden trennen die beiden. Und das bei 15 Minuten vor Schluss. Wenn er da natürlich diesen psychischen Druck aufrechterhalten kann, einfach dranbleiben kann, dann macht Marcello alles richtig. Und es wirkt auch tatsächlich sehr viel stabiler, was sein Fahrstil angeht, als vorher noch. Ja, absolut. Vielleicht hat er vorhin das erste Mal hier Brands Hatch in Cadillac überhaupt erst geprobt. Denn vorhin hatte er eine Runde Rückstand und keine Chance mehr, hat sich dann aber trotzdem gewehrt. Also es sah dann schon so ein bisschen so aus, als wenn er das bewusst als Trainingsfahrt nutzt. Ja, und das scheint er jetzt umzusetzen, Raffaele Masiello. So, die Startnummern, die haben sich ja, wie gesagt, so ein bisschen geändert. 13 Mortara, 1 Masiello, 1-0-1 dann eben Emil Heyerdahl, den wir sehen. Robin Rogalski hat die 77 dieses Mal, wieder allerdings wieder die 45. Das ist natürlich, wenn man sich nicht selber, man kann sich bei iRacing selber Startnummern festlegen und dann ist es nach dem First Come, First Serve Prinzip. Und da ist die nächste Kollision zwischen Frank Bieler und dem eben erwähnten Robin Rogalski, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, da war Frank Bieler innen und jetzt nochmal ein Zwischenfall. Und der Frank hat es ja gerade im Interview schon gesagt, der fünffache Le Mans-Sieger. Dass da eine Menge los war im ersten Rennen. Ja, und jetzt ist er einer der Auslöser im zweiten Rennen für die nächste größere Kollision. Achtung, ich tippe ja immer aufs Heck jetzt bei dem Cadillac. Setzt er sich daneben? Na,
weiß ich nicht, 50-50 oder 60-40. Fakt ist, mindestens mal 4 Autos davon betroffen. Ja, also mindestens der Unfall jetzt mit Rockefeller, den kann man tatsächlich im Franken mit auf den Deckel schreiben. Sogenanntes Unsafe Rejoin, unsicheres Zurückfahren auf die Strecke. Gut, da hat man dann einfach Pech gehabt aus Sicht von Rockefeller. So, wir gucken, was das für das Gesamtklassement für Auswirkungen hat. Im Moment flackert mein Bild gerade allerdings ein bisschen, steht ein bisschen. Ich weiß nicht, ob deins auch zicken macht. Nee, bei mir läuft super. Bleib jetzt bitte bei mir. Ich hoffe jetzt, dass dein Internet nicht abfällt. Nein, das kann am Internet normalerweise nicht liegen, denn das hat hier vollen Ausschlag. Ich mache einfach mal einfach aus und wieder an und du immer nimmst so weit und kommentierst so lange. Denn du kannst das ja auch. Ja. Ja, onboard sind wir mit Mattia Drudi, schauen uns seinen schönen Helm an und auch den Anzug. Ja, Gesamtklassement aktuell, Mortara vor Marciello, vor Haidar, unsere Top 3. Danach Nesterovic auf 4, Rogalski 5, Drudi auf 6, gefolgt von Schwarz, mittlerweile schon auf der 7. Position. Pirro, Freins und Bieler, das sind unsere Top 10, Eddie. Läuft wieder, gibt's im richtigen Leben auch nicht. Mal eben einfach auf Neustart drücken und dann ist wieder alles gut. Ich sehe die Onboard von Mattia Drudi und wenn du mir sagst, dass wir synchron sind und du das gleiche Bild siehst, dann sind wir ja wieder safe und live für die nächsten 13 Minuten hier im Grand Sedge bei Rennen 2 unserer Lockdown-Series. Genau, wir kommen jetzt jeden Moment über die Start- und Ziellinie und zwar genau jetzt sind wir dran vorbei. Also ich glaube, wir sind synchron. Ja, sehr schön. Wunderbar. Und Edo Mortara führt das Rennen immer noch an und das sieht fast aus wie richtiger Rennsport. Allerdings nicht zu weit hier ins Kiesbett fahren. Und das hier ist die langsamste Ecke. Druids heißt die. Da sind die schon längst durch hier. Edo Mortara, Raffaele Masiello immer noch sein Schatten. Also bei Edo Mortara habe ich das Gefühl, der hat trainiert. Denn ja. Wenn ihm gerade hinten reinknallt, dann fährt er richtig stark hier in Grand Sedge. Und er mag das ja auch hier. Also, das ist, glaube ich, bei allen Racern so. Jeder, der schon mal hier war, muss das mögen. Mehr British Racing Feeling geht nicht. Ich bin jetzt mal gespannt, was Heyer da in der Situation macht. Er schleicht sich so ein bisschen an, immer noch 0,6 Sekunden zum Vordermann, eine ganze bis zur Mortara rüber. Aber ich habe das Gefühl, dass er, glaube ich, ein bisschen abwarten will, weil er hat ja gesehen, was Marciello letzten Rennen gemacht hat, was er für Fehler kam. Ja, und wenn er den ein bisschen unter Druck setzt, denn das Nervenkostüm spielt natürlich hier auch beim Sim-Racing eine große Rolle. Mortara wird froh sein, dass er nicht den Heyerdahl direkt hinter sich hat, sondern dass er den Marciello da noch als Puffer dazwischen hat. Aber das ist die Spitze und die Herrschaften kämpfen um den Sieg. Und das muss man ja auch erstmal so hinbekommen, dass man zu diesem Zeitpunkt noch diese Chancen hat. Wir haben mal gesehen, was alles passieren kann. Innerhalb einer Sekunde die drei, auch wenn Heyerdahl jetzt ein ganz klein bisschen verliert. Ja, der hält eigentlich die Zeit so ein bisschen, aber verliert auf jeden Fall den Abstand zu Marciello. Der hat tatsächlich nochmal einen Zahn zugelegt, eine 1:24.105 in der letzten Runde. Damit seine letzte Rundenzeit 300stel schneller als die vom Vordermann, den wir jetzt sehr ausgiebig hinblicken haben. Klasse Aufnahmen. Vorne das Auto. Und da sehen wir jetzt mal die Problemzone. Das Heck des Cadillacs, sehr schön gefilmt von Raffaele Masiello, der Edu Mortara. Das hier ist der schnellste Streckenabschnitt, nicht Startziel. Da geht es sehr, sehr lange rechts rum, bevor dann die nächste links kommt. Dingle Dell, der Streckenabschnitt, der jetzt gleich kommt. Das ist ja auch immer das Schöne an den britischen Rennstrecken, egal ob man in Donington Park, Silverstone oder eben hier in Grand Sedge ist. Die Namen der Passagen, entweder sind es berühmte Persönlichkeiten oder aber eben solche Begriffe wie Dingle Dell. Ja, wobei man darf aber auch nicht die Westfield Bends, das ist die Kurve 6, wo man dann wieder bergab fährt nach der schnellen Strecke, da nach dem schnellen Abschnitt. Darf man auch nicht unterschätzen, wenn man sich da verbremst, kommt man sehr schnell sehr weit raus. Also die Kurve macht gefühlt extrem zu nach außen. So sieht's aus. Klingt, als wenn du schon mal da gewesen wärst, müssen wir mal unbedingt gemeinsam hin. Hoffentlich erleben wir die Zeiten. Aber bis dahin werden wir noch ein bisschen Simracing machen und wir haben noch 10 Minuten und wir haben immer noch eine 3-köpfige Spitzengruppe mit Edu Mortara, der sich ja jetzt ein bisschen verbremst hat. Ist das beim Simracing so ähnlich, wie wenn man sich im DTM-Auto einen Bremsplatten einfährt? Also aktuell hat iRace noch keine Bremsplatten, aber es wirkt sich extrem auf die Temperatur der äußeren Karkasse aus. Auf jeden Fall, zumindest mal bei dem Reifenmodell, merkst du halt schon, dass da der Grip dann ein bisschen nachlässt. Andere Simulationen haben tatsächlich, da kannst du den kompletten Reifen Platten einfangen und dann holperst du da auch über die Straße. Aber hier, wie gesagt, hat Mortara nochmal Glück gehabt, aber auch Marciello holpert da sehr, sehr hart in die Kraft. Ja, der fährt sowieso sehr hart, das haben wir ja in Rennen 1 schon gesehen. Emil Heyerdahl immer noch in Schlagdistanz und bei dem habe ich das Gefühl,
Der wartet ab, der Skandinavier. Der guckt sich die beiden da vorne an und versucht sie irgendwie in Fehler zu treiben. Mal schauen, ob seine Planung aufgeht und ob er am Ende diesmal was nach Hause tragen kann, was in Richtung Podest näher geht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Drei Fahrer kämpfen um den Sieg. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, denn die Jungs haben jetzt einen Abstand von tatsächlich sage und schreibe zwischen Heyerdahl und Nesterovic 6,2 Sekunden. Also die sind komplett von einer anderen Welt hier. Allesamt knapp eine halbe Sekunde schneller, auch wenn Nesterovic so ein bisschen seinen Speed wieder gefunden hat. Ja, da sieht man mal, was das auch beim Simracing ausmacht, wenn man frei fahren kann, wenn man keine Zwischenfälle hat, wenn man keine Konkurrenten hat, wie wir es vorhin bei Frank Bieler gesehen haben, die sich drehen und dann irgendwie wie ein Ping-Pong-Ball auf die Strecke zurückkommen und schon ist dann der Nächste davon betroffen, in dem Fall war es Mike Rockefeller. Also da sieht man mal, was das ausmacht, wenn man frei fahren kann und seine Linie halten kann, ohne gestört zu werden. Hier hinten Robin Freins auf 9, Bieler auf 10, Gary Paffett auf 11 und Rockefeller haben wir da auch in der Nähe. Also große Namen, die Nicola Paracci hier versammelt hat. Starkes Racing, definitiv. Ja, und hier vorne, das wird noch munter. Ja, schade nur, dass tatsächlich einige der potenziellen Namen, der potenziellen Teilnehmer, die angekündigt waren, entweder keine Zeit finden konnten oder technische Probleme hatten, aber das kommt immer vor. Aber es ist immer so schön, schon mal im Vorhinein zu wissen, auf wen man sich, wen man erwarten könnte. Ja, aber ich kann dir sagen, Lukas Auer wird mit irgendwelchen Menschen telefonieren, die seine Internetverbindung optimieren. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Denn der war richtig sauer. Also ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, was er mir geschrieben hat, aber der war richtig genervt, dass er nicht mitfahren kann. Ja gut, aber das sind halt eben die TDs quasi, die technischen Defekte des Simracings. Uns fliegt aus Fairnessgründen kein Motor um die Ohren. Da ist höchstens irgendwann mit dem Routerschluss oder der PC-Sturz ab. Merkwürdige Linienwahl da jetzt. Vom zweiten. Ja, aber noch kein entscheidender Vorteil für Eduardo Mortara. 7 Minuten noch. Ja, der Fehler, der hat Masiello jetzt gerade auch ordentlich Zeit gekostet. Von 0,282 Sekunden Abstand sind wir wieder zurück bei 0,6 Sekunden. Die muss er sich jetzt auch wieder rankämpfen. Da geht auch wieder Zeit verloren. Fehler von Schwein Mortara. Für Edu Mortara. Richtig Glück hat er da gehabt. Also weiter raus, da war er nicht. Das haben wir vorhin ja schon an der Stelle gesehen. Und hier, Frank Bieler gegen Robin Freins. Vorne Robin Freins und dahinter der fünffache Le Mans-Sieger, der DTM-Champion. Was für eine Karriere, Frank Bieler. Ah, und hier mittendrin. Der ignoriert auch die Grasnarben, würde ich mal sagen. Also der pflügt da durch. Und jetzt guckt er an, was der für ein Speed mitnehmen kann. Jetzt eventuell hier schon die Attacke gegen Freins auf der Außenseite. Boah, das kann gut gehen, muss aber nicht. Jetzt in die nächste Kurve rein. Relativ schnell, da hat man auf der inneren Bahn eigentlich eher den Vorteil. Ja, aber Robin Freins wehrt sich. Ne? Wie gesagt, Brad Hatch-Liebhaber, der Niederländer, der ja in Belgien wohnt. Also für den ist das auch noch mal was ganz Besonderes im Moment. Denn das ist ja durchaus unterschiedlich. Und das wird die entscheidende Komponente sein in Corona-Zeiten, ob wir und wie viel DTM-Rennen wir sehen werden, noch 2020 zum Beispiel. Aber das betrifft auch alle anderen Rennserien. Ich glaube, da gibst du mir recht, Tobi. Die Reisetätigkeit wird das größte Problem sein. Ja, und Bieler drückt gegen Robin Freins. Der guckt jetzt gar nicht mehr in den Rückspiegel. Jetzt sind wir hier wieder auf der Brabham Straight auf Startziel. Und da sieht man mal in dieser Einstellung sehr, sehr gut, wie das nach unten abfällt. Ja, und richtig abfallen tut es dann hier. Paddock Hill Bend. Freins räubert da über die Curbs. Das ist nicht unbedingt Ideallinie, was er da fährt. Richtung Brutes, die langsamste Ecke. Bieler versucht, Freins nervös zu machen. Ja, da zieht Freins schon relativ frühzeitig und versucht den Apex recht früh zu erwischen, um da einfach die Möglichkeit zuzumachen. Dann auch Bieler erkennt natürlich die Lücken, wieder großer Quersteher von ihm hier. Und er bleibt dran an Freins, er hat sich gerade ein bisschen fallen lassen aus der letzten Kurve raus. Aber ich glaube, er hat auch so ein bisschen Spaß an diesem Katz-und-Maus-Spiel. Absolut. Und wenn wir dann gleich vorne das Katz-und-Maus-Spiel der drei auch noch so haben, dann wissen wir, dass es sich auch lohnt hier. Danke auch dafür an die Regie, ist eine tolle Produktion. Mal ins Mittelfeld zu gucken, denn das ist echtes Racing, das wollen die Fans sehen. Das würden wir natürlich gerne auch mit Benzingeruch und Bratwurstgeruch und Ähnlichem sehen. Aber so weit sind wir noch nicht und so lange überbrücken wir uns die Zeit. Und ich finde, das war eine extrem gute Idee von dem Nicola,
Brands Hatch auszusuchen und dieses Feld zusammenzustellen. Ja, ich bin mal gespannt, was dann als nächstes Event kommt. Beim Nikola natürlich auf den Social Media Kanälen, auf unseren und natürlich auch auf den der Fahrer. Da wird dann immer direkt gepostet, wenn es dann weitergeht. Ich meine sogar noch, es wäre noch im Mai. Aber das ist auch eine Strategie von Nikola, die Rennstrecken so lange wie möglich geheim zu halten. Damit nicht die, die ganz viel Zeit haben, die keine Familie haben, heimlich trainieren können. Jetzt versucht es Bieler mal außenrum, aber das kann den Paddock Hill Band eigentlich nicht gut gehen. Geht's auch nicht. Mal also gucken. Jetzt aber auf der Innenseite für Jules, da hat er sich gut positioniert. Die Frage ist, reicht es auf der Bremse noch? Jo, Freins vertut sich, raus ins Kiesbett und damit Frank Bieler mit dem Psychospielchen an ihm vorbei. Das war ein klassischer Fahrfehler jetzt, ne? Robin Freins ist zu spät auf der Bremse gewesen, weil er zumachen wollte. Und dann ging ihm halt schlicht und ergreifend die Straße aus in der langsamsten Ecke, in der berühmten Jules-Kurve, bevor es dann wieder runter Richtung Fahrerlager geht. Da sehen wir Mike Rockenfeller gegen Gary Paffett. Ja, einfach auch geil. Ein Zweifacher ja. Gegen einen einfachen DTM-Champion. Beide Bestandteil der DTM-Geschichte. Das ist mal sicher. Und die kämpfen hier um Platz 12, aber die schenken sich nichts. Nee, es ist schön zu sehen auf jeden Fall, dass das Duelle, die auf der Strecke ausgetragen werden, hier auf der Sim ausgetragen werden. Und wie man ja diversen Twitter-Accounts von den Fahrern hier auch verlauten lassen konnte, das, was hier passiert, wird sich auch früher oder später wieder auf die Strecke austragen. Jetzt der Versuch, Rockenfeller auf der Außenseite. Wir haben es vorhin gesehen mit Bieler, das kann eigentlich nicht funktionieren, jetzt auch wieder der Fahrfehler. Ja, und guck mal, wie das Auto schaukelt, wie viel Unruhe da reinkommt. Das kennen natürlich die DTM-Fahrer nicht, weder aus ihren Simulatoren noch aus ihren realen Rennautos. Aber gut. Ich meine, du kannst ja persönlich bezeugen, das Ding ist ja eigentlich bockhart auf der Strecke, oder? Ja, da wirst du schon ordentlich durchgeschüttelt. Und sogar ich meine, mir einbilden zu können, dass ich sowas wie Abtrieb gespürt hätte. Aber was die Jungs aufführen, wer schon mal in den letzten Jahren ein DTM-Rennen gesehen hat, das sind schon sensationelle Fahrmaschinen. Ja, und hier so ein Cadillac mit seinem Gewicht ist da so ein bisschen der Gegenentwurf dazu, aber ist ja egal. Spaß macht's auf der Strecke allemal und wir sind schon in den letzten 2 Minuten. Ist ja auch Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Ja, das ging jetzt richtig, richtig zügig. Ja, 1,6 Tonnen Stahlrost komplett leergeräumt, also das Auto wiegt serienmäßig über 2 Tonnen. Da geht schon einiges, auch wenn die Gewicht zu Leistung doch relativ schlecht noch ist. Bei nur 460 PS. Rockenfeller zeigt sich, versucht jetzt den Paffett nervös zu machen. Und guck mal, der Gary, ja, der macht die Tür auf, fährt dem Rocky dann gleich wieder ins Heck. Aber Rockenfeller hat eine Position gewonnen. Und jetzt haben wir noch 1 Minute 40. Was ist vorne an der Spitze los? Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich die Abstände entwickelt haben, wenn wir gleich wieder auf Edu Mortara und Co. springen. Mike Rockenfeller auf jeden Fall nach Kampf mit Gary Paffett jetzt 12. Ich glaube, vorne ist so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen worden. Marciello eine halbe Sekunde hat jetzt allerdings in dem Moment, wo ich es gesagt habe, 2 Zehntel aufgeholt. Da haben wir sie jetzt im Bild. Da war vorher ein riesen Abstand eigentlich zwischen den beiden. Und jetzt hat Marciello tatsächlich nochmal den Gang gefunden. Ja, aber der Dritte, Heyerdahl, der hat ein bisschen abreißen lassen müssen. Der kann den Speed nicht mehr mitgehen von Eduardo Mortara, dem Führenden, und Raffaele Marciello. Ja, bin gespannt. Unglaublich. Ja, Marciello, ob er denselben Fehler macht wie Heyerdahl im vorherigen Rennen, ich hoffe einfach mal nicht. Denn das ist auch so eine Stelle, wenn du noch hinten dran bist, aber relativ nah, so ein Verzweiflungsversuch einfach, kurz vor Ende. Ja, aber ist er mal ganz crazy, im ersten Rennen überrundet und jetzt kämpft er hier mit Eduardo Mortara um den Sieg. Unten sehen wir bei Edu Mortara auch mal, wie sich die Rundenzeiten entwickelt haben. Die Runde 12 war seine schwächere, ansonsten Runde 11 und Runde 13 sehr, sehr eng beieinander und die Runde 12 war dann auch die, wo Marciello ein bisschen was aufholen konnte im Vergleich zum Blauen, im Vergleich zu Eduardo Mortara. Aber der wird jetzt versuchen, weiter weg zu sein, als es ihm vorhin passiert ist und wir gehen dann jetzt gleich in die letzte Runde. Nochmal 3,9 Kilometer Brands Hatch. Jetzt also die letzte Chance, die letzte Runde für Marciello. In Druids wird es nichts werden, dafür ist der Abstand einfach viel zu groß, wenn Mortara keinen Fehler macht. Man kann sich zwar schön spät reinbremsen, muss aber auch den Exit zu übertreffen, auch die nächste Kurve außen, den Teppich bzw. diese Randsteine, man könnte schon fast sagen Straßensteine hier, wo trotzdem immer noch ein bisschen Wiese ist, auch die muss man erstmal richtig erwischen, denn die braucht man, um tatsächlich den vollen Speed mit rauszugehen. Raffaele Marciello, 0,416 Sekunden der Rückstand, das ist quasi nichts. Aber Mortara gut hier rausbeschleunigt. Hier hinten
Da brennt nichts an für Eduardo Mortara. Also super spannend. Und nicht zu früh loben, das haben wir ja vorhin gemacht. Und dann kam halt der Einschlag in der allerletzten Kurve. So, jetzt geht's dann gleich in die Anbremsphase. Und dann zum ersten Mal wieder links rum. Unruhe im Fahrzeug von Raffaele Masiello. Jetzt die letzte Möglichkeit für Masiello noch was zu reißen, das Drag Race zur Start-Ziellinie. Oder lässt man da mit dem zweiten Platz gut sein? Es sieht mir aus wie letzteres fast. Der Abstand, der ist definitiv ausreichend für Eduardo Mortara. Und damit wird er hier das zweite Rennen definitiv gewinnen von unserer DTM-ish Lockdown Series von Precision Sim Engineering. So sieht's aus. Eduardo Mortara also der Sieger in Grand Setsch. Und wie sieht's dahinter aus? Die Positionskämpfe toben immer noch. Robin Freins und Goofy Pirro. Wie gesagt, der Sohnemann von Emanuele Pirro und Frank Bieler zeigt sich da auch schon wieder. Nee, ist nicht Frank Bieler. Nee, das ist Pirro. Und der zieht noch nebendran vorbei an Robin Freins über die Linie. Schlägt er den Fahrer und kommt damit auf dem 9. Platz ins Ziel vor Freins, der allerdings dieses Mal nicht ganz so viel gebeutelt wurde wie im Rennen vorher. Ja, der aber trotzdem nicht zufrieden sein wird. Aber trotzdem, Millimeter-Entscheidung für Goffredo. So ist sein richtiger Name, alle nennen ihn Goofy. Und das ist die Top 10. Eduardo Mortara, Raffaele Masiello, Emil Heyerdahl, Daniel Esterovic, Robin Rogalski, das sind die ersten 5. Mattia Drudi, Javier Schwarzmann, Frank Bieler, Goofy Pirro und Robin Freins auf der 10. Position mit 28 Sekunden Rückstand. Ja, insgesamt ein sehr viel sauberes Rennen, das kann man tatsächlich sagen, hat auch noch mal ein Stückchen mehr Spaß gemacht so zuzuschauen. Das denke ich auch, denn das war schon stark, was Mortara da gemacht hat vorne, also sensationell. Mal schauen, wann es weitergeht. Auf jeden Fall werden wir eine Fortsetzung haben. Wir warten nach wie vor auf die Positionen und Interviews haben wir ja dann gleich auch noch im Programm. Mal schauen, wen wir dann da gleich zu hören bekommen. Nochmal zur Erklärung an die Fans. René Rast musste den ganzen Tag arbeiten, saß im Simulator. Aber du jetzt erstmal mit den Platzierungen von 11 bis 20. Genau, da haben wir Otto Rensing und Mike Rockenfeller, der einen besseren Start als den Restverlauf des Rennens hatte. Gary Paffett auf der 13, gefolgt von Martin Elsner. Dann Francisco Rodriguez Gabriel mit 1 Minute 17 Abstand. Ja, und dann kommen die überrundeten Nicola Palachi und die ausgeschiedenen Lee Etchell, Miguel Molina und Christoph Herbigno auf der 19. Platz 20, da wäre Fabio Scherer gewesen, der allerdings auch in diesem Rennen nicht an den Start gegangen ist. Also, nur nochmal zur Erklärung. René Rast zum Beispiel musste wirklich den ganzen Tag im Simulator hart trainieren bei Audi. Das war, glaube ich, sein erster Simulator-Trainingstag heute. Oder Lukas Auer, der keine Internetverbindung hinbekommen hat. Das hat einfach nicht geklappt für Lukas Auer, der das sehr bedauert hat, wie er ja mir per WhatsApp mitgeteilt hat. Also das sind auch alles so Sachen, die da noch passieren können hier beim Sim Racing. Aber ich muss sagen, ich bin begeistert, Tobi. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Auch der Olli Martini war sich am Anfang ein bisschen unsicher mit Sim Racing, was das Ganze angeht zum Kommentieren. Aber auch er hat ja Spaß dran gefunden. Schön, dass dir es genauso viel Spaß macht. Und guck mal, der Herr Rockenfeller ist schon da. Willst du ihn wieder übernehmen? Jo, nehmen wir den Mike mal. Mike. Ja. Das war doch schon mal wirklich wesentlich disziplinierter als im ersten Rennen. Ja, alles gut. Also bei mir, ich kam beim Start, ich kann ja nur so ein bisschen über mein Rennen erzählen, was ich so erlebt habe, kam gut weg beim Start und hab dann allerdings, war gut im Rennen, ich war glaube ich so 8., 7., 8., dann hat der Frankie sich gedreht, Bieler, ich weiß nicht, welche Kurve das war genau, das wird letzte glaube ich, ja, so ein bisschen rechts, genau, und und ich kam um die Ecke, hab ihn natürlich nicht da stehen sehen, mitten auf der Ideallinie. Und da war mein Rennen dann gelaufen, leider. Schade, weil das war cool. Dann hatte ich noch einen guten Fight mit Gary, ein paar Runden lang. Und dann nahm er Kurve 1, hat er sich weggedreht. Ja, wir sind ein bisschen aneinander gekommen. Ich glaube, von uns beiden keine Schuld. Ich habe dann einfach auf ihn gewartet, weil mir war das Ergebnis egal. Ich wollte ein bisschen Spaß haben. Ja, und Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Wir haben das neulich schon von ein paar deiner Kollegen gehört, also auch der Gary zum Beispiel hat mir das neulich bei einem anderen Sim-Racing-Einsatz erzählt. Bist du vor so einem Rennen so ein bisschen angespannt? Beschreib mal, wie bei Mike Rockenfeller so die Gefühlslage aussieht, bevor du dich zu so einem Rennen mit klasse Konkurrenten, brauchen wir ja nicht vergessen, in den Simulator setzt. Wie ist es bei dir? Ja, dafür muss ich sagen, nehme ich das oder habe ich das heute jetzt nicht zu ernst genommen. Also da war keine Anspannung, aber normalerweise muss ich sagen, wenn wir jetzt hier so VLN fahren,
oder andere Rennen, wo ich ein Rating fahre sozusagen, dann sitzt du da, hast Puls, bist nervös, also du denkst selber, du bist ein bisschen gaga, dass du da im Prinzip ein ähnliches Gefühl entwickelst wie im echten Rennauto, also das muss ich sagen, 100%. Du konzentrierst dich, du versuchst sauber rumzufahren, gerade wenn du natürlich vorne drin stehst. Also das ist schon erschreckend, wie cool und realistisch das ist von dem Empfinden und vom Adrenalin. Und das zeigt aber auch, was für gutes Training das natürlich ist für den Kopf, für die Psyche und einfach für das Mentale, für die Konzentration. Also ich denke schon, dass das eine gute Schule ist heutzutage. Ja, das denke ich mittlerweile, nachdem ich im letzten Jahr ja mal das Vergnügen hatte, beim Team Rosberg in deren tollen Simulator zu sitzen, auch. Ich glaube, heutzutage geht das gar nicht mehr ohne, oder? Ja, das hat sich natürlich eingelebt. Und gerade bei den Herstellern, die Motorsport betreiben, das ist mittlerweile Standard. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit dort. Natürlich würde ich lieber immer noch tauschen gegen echte Testarbeit. Aber das wissen wir alle, ist aus Kostengründen sehr reduziert. Und der Simulator, wenn er einmal angeschafft ist, dann ist er da und dann kannst du den natürlich rein theoretisch endlos nutzen. Kannst Setup-Arbeit machen, kannst dich auf Strecken vorbereiten, Autos damit einfach entwickeln auch. Und ja, das ist schon eine tolle Sache und da darf man sich auch nicht verschließen, der Technik. Und ja, mittlerweile ist das, wie gesagt, gehört das zum täglichen Brot als Rennfahrer. Ja, und es macht auch sogar zum Zuschauen und zum Kommentieren Riesenspaß. Mike, lass uns noch ein bisschen nach vorne schauen. Mal unabhängig von der DTM, wo wir beide nicht wissen, wie viele Rennen wir sehen werden. Dann am Ende soll angeblich nächste Woche 9 korrigierten, optimierten Kalender geben. Aber ich bin mir sicher, wir werden da noch ein paar Rennen sehen. Was hast du ansonsten noch in deinem Rennkalender drin gehabt in diesem Jahr? Hätte ich auch eine Chance, dich beim 24-Stunden-Rennen, wenn es denn stattfindet, zu sehen? Ja, ich sag mal, man soll niemals nie sagen. Natürlich muss man mal gucken, wie das jetzt mit dem Kalender und alles wird. Für mich ist Priorität immer noch DTM dieses Jahr. Normalerweise wäre ich ja noch mit Sebring gefahren für Corvette Anfang des Jahres oder im März. Das wurde gecancelt. Von daher ist es sicher dieses Jahr hauptsächlich DTM. Vielleicht auch noch ein oder andere Rennen im R8 auf der Langstrecke. Und was ich halt auch noch gemacht habe, ich habe zusammen mit Thomas Vogt eine Firma gegründet, Jahres für das Thema E-Sport. Da haben wir was ganz Cooles vor, was wir auch ja angeben werden. Im Moment machen wir ja nur so eine Hashtag Race Home Geschichte, wo wir für guten Zweck für Freelancer im Motorsport Geld sammeln. Und das ist natürlich was, ich mir die für die Zukunft auch irgendwo aufbaue im Hintergrund, weil ich glaube, dass das immer mehr kommen und ich glaube, dass am Ende auch nach dieser Corona-Zeit Sachen übrig bleiben. Natürlich wird auch vieles wieder verschwinden, das ist auch klar, weil wir wollen echt Motorsport. Ich aber trotzdem, dass das nicht so Welt ist, gerade für die Hersteller. Ja, das glaube ich auch. Das klingt auch ganz gut. Grüß den Thomas schön und halt uns bitte auf dem Laufenden. Danke, Mike Rockenfeller, für diese guten Einblicke und für die tolle Show, die du geboten hast. Danke, ciao Eddie. Mach's gut, bis bald. Tobi, du übernimmst. Ja, ich übernehme noch einmal zum Schluss. Wir haben jetzt die ganze Zeit während des Interviews auch nochmal Szenen aus dem Rennen gesehen, die sich so auch ereignet haben. Also keine Fantasie, sondern knallharte virtuelle Realität. Klingt komisch, ist aber so, Eddie. Ja, so sieht's aus. Also, ich weiß nicht, haben wir noch einen Gesprächspartner? Ich glaube eher nicht, ne? Nee, ich glaube, der Frank, der hat nach seinem Dreher da, ich glaube, der hat keine Lust mehr gehabt. Ja, und der Rest ist wahrscheinlich, hat es neulich ja auch schon mal einen Vorfall gegeben, beim Simracing zum Abendessen gegangen. Soll auch vorkommen. Ja, absolut. Gut, also auf jeden Fall, Eddie, ich danke dir, dass ich Eddie Mielke, die Stimme der DTM, mit bei mir haben durfte und hoffentlich auch noch in Zukunft bei mir haben darf. Und bevor wir das Ganze jetzt hier an dieser Stelle beenden, mein Name ist Tobias Brockmann und Eddie hat das letzte Wort. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, allen, die zugeschaut haben, haben Spaß gehabt. Und ich bedanke mich nochmal bei dem Nikola fürs Vertrauen. Ja, und spätestens jetzt bin ich angefixt vom Thema Simracing. Macht euch alle einen schönen Abend. Wir blicken nochmal hier auf den Sieger Eduardo Mortara. Und ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe hier bei unserer Lockdown-Series. Und ich bin sicher, wir werden wieder eine tolle Strecke und tolles Racing haben.